Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat. Heute im Kieler Podcast Studio mit dabei Kaspar, Sven, zugeschaltet aus Bremen, wie so häufig, der Stefan Molz und von seinem Sofa aus Rendsburg Thomas Raukamp über einen Ubuntu-Rechner. Über einen Ubuntu-Rechner, es wird immer verrückter hier. Trotzdem geht das alles. Ja, ja, ist aber ein altes MacBook, ein weißes noch. Ganz interessant. Das Plastikding. Das Plastikding, ja. Es ist 12.15 Uhr, ist so Zeit der Aufnahme. Vor einer Viertelstunde hätten wir die aktuelle Mac-Live-Ausgabe in den Druck geben müssen. Herr Möller, hat das geklappt? Wir werden sehen, wir sind noch dran. Es wird sich im Laufe dieser Zeit ihr seid live entscheiden, ob es noch mal ein Heft gibt. Ihr seid live dabei. Es ist also hier so eine die Multitasking-Ausgabe. Ja. Der ja, muss manchmal so sein. Und da hat Apple ja nicht mit Unschuld dran. Weil die ja mal wieder kurz vor Schluss mussten sie ja mal wieder was Neues veröffentlichen. Und auch wieder nur Pressemitteilung. Wem standen die Haare zu Berge, als die Pressemitteilung kam? Ich habe tatsächlich schon, also natürlich wahrscheinlich vor allem Stefan, der sich hier ja vorwiegend um online kümmert und dann auch raustreten musste. Aber ich habe auch eine für meine Verhältnisse pumpige Mail nach München geschickt, wo unsere Apple-Ansprechpartner sitzen, ob das jetzt irgendwie Standard wird, dass die immer an dem Tag vor der Heftabgabe neue Sachen raushauen oder ob wir demnächst nächsten mal wieder ein bisschen Luft uns haben. Mal wieder synchronisieren. Lest doch mal vor. Kann, ne? Das wäre ganz gut. Nein, das hätte ich nicht vor. Na gut, was gibt's denn Neues? Eigentlich herzlich wenig, oder? Die Dinge haben mehr Power. Was ich persönlich. Haben wir schon erwähnt, dass es MacBooks sind? MacBook Pro. Ja, genau. MacBook Pro mit Touchbar, muss man dazu sagen. Das 13-Zoll-Modell ohne Touchbar dümpelt auf dem Stand 2017 rum, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, es ist auch tatsächlich das Abstellgleis, wo sich das befindet, zusammen mit dem alten MacBook Air. Wenn ich das nicht richtig verstanden habe, habe ich auch Müll geschrieben im Artikel. Na gut. Dann bitte ich das jetzt schon zu entschuldigen. Die erste Korrektur schon. Direkt an Thomas Raukamp. Den haben hier ja mehrere Leute nochmal gelesen. Ist bestimmt alles richtig, was da steht. Also ich habe verschiedentlich gelesen heute schon in diesem Internet, dass sich Menschen darüber beschweren, dass es ja nur ein sogenannter Speedbump wäre. Also alles ein bisschen schneller. Ich finde das tatsächlich ganz geil eigentlich, dass Apple das wieder macht. Wir waren ja mal lange Zeit in so einem Halbjahreszyklus mit den MacBook Pros, um überhaupt irgendwas Neues zu haben. Und jetzt hatten wir, wenn ich das richtig sehe, im letzten Juli die neuen, also jetzt alten, aber die damals neuen Mac Pros. Und im Oktober gab es da schon insofern Update, als dass man da, wenn man ein neues gekauft hat, sich neue Grafikchips da rein basteln lassen konnte. Und jetzt sind wir Ende Mai und es gibt schon wieder was Neues. Ich finde das gut. Also gerade bei Pro-Geräten ist es, glaube ich, unfassbar wichtig, dass das regelmäßig aktualisiert wird. Was ja auch so ein Punkt ist, den viele vermeintliche Pro-User bemängelt haben. Zumal wir ja auch, wenn ich das gleich, Thomas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir lange auf Intel-Chips warten müssen zwischenzeitlich. Also es gab durchaus mal eine Durchstrecke von, lasst mich nicht lügen, 1-2 Jahren sogar, wo sich auf Seiten der Prozessoren nichts geändert hat am MacBook Pro. Deswegen umso schöner, wenn Intel jetzt liefert und Apple dann auch direkt nachzieht. Man muss dazu sagen, die i9 oder die 9. Generation dieses Intel-Chips, die wurde, glaube ich, erst am 23. April vorgestellt. Also da muss irgendwie irgendein Apple-Entwickler mit einer Tasche voller Chips rausgerannt sein und sofort alles eingelötet haben. Also das ist wirklich schnell. Wäre mein weiteres Indiz. Wir haben jetzt den 22. Mai, muss man dazu sagen. Wäre aber ein weiteres Indiz dafür, dass Apple momentan auf Intel wartet. Aber das Interessante ist ja so in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, dass weniger über neue Prozessoren, 8-Core etc. geschnackt wird, sondern über die angeblich weiter verbesserte Tastatur. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass irgendwo in den meisten Artikeln so ein Absatz geschrieben wird über die wirklich schnellen Prozessoren, der i9-Prozessor. Und irgendwie 3/4 des Artikels laufen über die Tastatur. Das ist schon witzig, ja. Daran erkennt man aber auch, wie gravierend das Problem für Apple eigentlich ist. Also auch wenn sie es selbst herunterspielen, die haben ja zwar leider nicht mit uns, aber mit amerikanischen Medien über dieses Update da von gestern gesprochen.
und Apple erzählt ja immer noch, vielleicht auch zu Recht, dass die große Mehrheit der Kunden kein Problem mehr hätte. Aber auch die große Mehrheit klingt ja schon ehrlicherweise vernichtend. Ja, das ist natürlich so ein bisschen, da erfüllen die Medien ihre eigene Prophezeiung so ein bisschen. Ne? Ich meine, das Thema wird natürlich auch ein bisschen hochgekocht. Niemand hat wirklich Zahlen darüber oder Prozentzahlen, wie viele Nutzer es tatsächlich betrifft. Und natürlich kommen die Medien, ich rede ja von uns selber, dann auch darauf zurück. Ne? Niemand weiß wirklich, wie groß das Problem ist, obwohl bei uns in der MacLife-Redaktion, wenn ich jetzt richtig informiert bin, auf dem neuesten Stand bin, immerhin zwei Geräte diesen Defekt aufweisen, nicht wahr? Ja, wohlgemerkt von bei drei Leuten, die überhaupt nur MacBooks aus dieser Reihe haben. Ja, das ist ja das Erschreckende. Also ich kann das Problem nicht haben, weil ich mit dem 2014er Body durch die Gegend laufe. Genau, was immer schon ein bisschen aktueller ist. Ob ich mal bei dem weißen Modell gucke. Genau, du mit deinem Plastik-MacBook, da ist das auch nicht so. Das hat andere Probleme, glaube ich. Ich habe andere Probleme. Ja, das ist wieder ein anderes Kapitel. Das ist vielleicht nicht podcast-relevant. Das weiße MacBook war das mit dem Dieselaggregat, oder? Genau. Das ist das Tuckern, was wir die ganze Zeit hören. Hat das ein Umweltpaket? Da musst du aus Rendsburg raus, deswegen, oder? Genau. Darfst du das in der Innenstadt betreiben? Nein, das ist mein Magen, der sich langsam zur Mittagszeit meldet. Ah, okay. Dann müssen wir schnell machen. Also, Apple hat jedenfalls gesagt, dass sie am Mechanismus der Tastatur an sich nichts geändert haben, aber ein neues Material verwenden würden, haben nicht verraten, was es ist. Aber ein neues Material, also mindestens eine Komponente jetzt irgendwie anders herstellen da drin. Und das soll jetzt irgendwie alles lösen. Glaubt Apple selbst nicht, denn am selben Tag haben sie auch bekannt gegeben, dass alle MacBooks und MacBook Pros, die eine Tastatur mit diesem Butterfly-Mechanismus haben, auch die neuen, in dieses Tastaturaustauschprogramm reinfallen. Ich glaube, wenn man da mehr Vertrauen in die eigene Arbeit hätte und sagen würde, das ist jetzt hier gelöst, die ganze Thematik, hätte man den Schritt nicht gemacht. Es sei denn, man glaubt inzwischen oder man ist sich darüber bewusst, dass man inzwischen den eigenen Ruf oder die Marke dieser MacBooks hinreichend geschädigt hat, dass potenzielle Kunden Apple das nicht mehr glauben und man deswegen von vornherein sagt, wir haben das wirklich repariert, wenn ihr uns nicht glaubt, hier ist das Austauschprogramm, könnt ihr wieder kaufen. Finde ich alles schwierig. Wobei, ich meine, wenn eine Tastatur kaputt ist, ist sie kaputt, ob das nun im großen Austauschprogramm läuft oder nicht. Ich würde fast behaupten, das ganz neue MacBook Pro ist deshalb das kleinste Problem. Wenn da was kaputt ist, dann fällt es eben noch in die Garantieleistung. Eigentlich braucht man gar nicht darauf hinweisen, oder? Naja, erstmal, aber die Frage ist, ich kaufe mir jetzt so ein MacBook Pro und das 15-Zoll-Gerät geht bei 2.800 Euro los und kann man bestimmt bis 4.000 Euro was ausreizen. Maximalpreis weiß ich gar nicht. Das darf gerne länger halten. Fast als 8.000 Euro. 8.000 Euro, ja. Naja, okay. 7.800, ja. Das darf gerne länger halten als das eine Jahr Garantie. Ja, wie lange läuft denn wohl dieses Tastaturaustauschprogramm von Apple? Gibt es da irgendwelche Begrenzungen, ich glaube, von denen ihr wisst? Drei oder vier Jahre ab Verkaufsstart. Also ich glaube nicht ab Kauf das Gerät, sondern ab Verkaufsstart der jeweiligen Modellreihe. Immerhin. Gut, dann haut mal alle in die Tastatur rein, damit das da noch reinfällt. Ich weiß nicht, also im Pro-Bereich finde ich das auch fast okay. 3-4 Jahre, da sind die Geräte eh abgeschrieben und Leute kaufen dann neue in der Regel. Weiter schwierig finde ich das bei den normalen MacBooks und den MacBooks, dem neuen MacBook Air, das die Tastatur ja auch hat. Was sich ja deutlich eher auch an Privatmenschen richtet. Und wenn ich im eigenen Freundeskreis so mal rumgucke, wie lange MacBooks so genutzt werden, da kommst du 3-4 Jahre nicht aus. Mein Paradebeispiel ist eine sehr gute Freundin, der ich 2010 mein MacBook von 2008 verkauft habe. Die nutzt das bis heute. Da haben wir inzwischen mal eine SSD reingeschraubt, statt der Festplatte, die drin war. Und sie hat einmal für diese Strafgebühr von, ich glaube, 100 Euro oder so einen Akku getauscht. Ja. Aber das Ding läuft seit 11 Jahren. Wenn du eine neue SSD reinsetzt oder von der Festplatte auf eine SSD umsteigst, dann hast du ja de facto einen neuen Rechner. Ja. Jedenfalls vom Gefühl her. Ne? Aber ich meine, worüber reden wir? Eine Tastatur soll einfach halten. Egal, ob genau. MacBook Pro, ob irgendwie ein älteres MacBook.
ob noch ein Powerbook oder sonst was, selbst der günstigste Rechner, ich kann mich nicht erinnern, dass mir jemals eine Tastatur groß ausgefallen ist. Nee, genau, das ist das erste Mal, auch für mich. Es gab von Sony mal so eine relativ wackelige, die hatte auch so eine Art komischen Mechanismus, wo die Tastatur, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so eine Laptop-Tastatur, wo die Tasten auch nur so auflagen, so ein bisschen, und die ist auch regelmäßig ausgefallen. Hatte ich im Freundeskreis zwei Leute, die das hatten. Da brachen die Tasten nämlich einfach ab nach einer gewissen Zeit. Das dann war weißt auch du jedenfalls, so woran du bist. Ja, genau, dann weißt du, das ist jetzt hinüber, die Taste, jetzt kann ich zum Service laufen. Ja. Also dieses Make or Double Make, wie man diesen Fehler wohl in der Fachsprache nennt, das ist schon perfide, oder? Man weiß nicht, worauf man sich einlässt. Ja, in der Tat. Und dann halt diese mangelnde Transparenz, also dass man sich dann irgendwie versteckt hinter einem ominösen neuen Material, statt irgendwie Tacheles zu reden und genau zu sagen, was man denn nun verbessert hat. Der Erfahrung nach dauert es dann sowieso keine 2-3 Tage, bis irgendwer das Ding auseinandernimmt und wieder beim letzten Mal einfach feststellt, dass da irgend so eine Zwischensilikoneinlage eingefügt wurde, die dann aber auch schon in der ersten Analyse das Urteil erhalten hat, mit wird nicht viel bringen. Aber ich finde, eine vertrauensbildende Maßnahme ist das nicht, einfach zu sagen, ja, hier, neues Material. Zumal bei allem Vertrauen und Glauben an Apple, die werden ja kein neues Material entwickelt haben. Es wird ja etwas sein, was es schon gibt. Also die Geheimniskrämerei, da bin ich beides ein bisschen lächerlich. Vielleicht wollten sie sagen. Also es ist ja auch so, dass es mittlerweile die wievielte Generation dieser Butterfly-Tastatur ist. Es ist die vierte, glaube ich. Apple zählt das nicht so wirklich, ne? Apple ist bei 3 in ihrer eigenen Rechnung. Aber ich glaube, es ist 4. Ja. Sie haben davor ja schon eine Membran eingezogen. Und man muss dann noch dazu sagen, da sind wir wieder bei diesem nicht abgedateten 13-Zoll MacBook Pro. Das hat wirklich noch die 2017er Generation, also Generation 2. Ja. Na, weiter. Und wird noch verkauft. Und fleißig ausgetauscht. Ich glaube auch, diese Tastatur ist ehrlicherweise einer der Gründe dafür, weswegen Apple dieses MacBook Pro gestern noch rausgehauen hat und nicht zur WWDC, weil eigentlich Pro-Geräte gehören ja schon irgendwie auch zur WWDC, zur Entwicklerkonferenz. Aber zum einen ist es, glaube ich, auch so, der ganz, ganz große Wow-Effekt tritt halt nicht ein, wenn man sagt, ja, es gibt neue Prozessoren, die haben wir hier reingeschraubt, sonst ändert sich nichts. Und ich glaube, ich möchte aber doch nochmal sagen, dass der Prozessor 33% schneller ist als sein Vorgänger. Ich finde, das ist nur fair, das auch mal zu sagen, oder? Auf jeden Fall. Aber das ist nicht für Menschen Jubelstürme ausbrechen, wenn du denen das erzählst. Also ein neues Design oder sowas, das hätte einen Platz auf der Bühne gefunden. Aber, ach, wir sind ja alle so satt. Ja. Und der andere Grund ist, glaube ich, auch, dass das Apple wirklich für kein Geld der Welt möchten die auf irgendeiner Bühne irgendwann in den nächsten 34 Jahren nochmal über Tastaturen reden. Aber ich glaube, es sieht ja schon so aus, dass man so kurz vor den Keynotes jetzt die Hardware-Updates zumindest präsentiert. Das scheint ja so ein neues Verfahren zu sein bei Apple, ne? Also das haben sie vorher so nicht gemacht. Damit haben sie im März vor der It's Showtime-Keynote angefangen. Na, immer mal wieder, ne? dass sie zumindest Gerüchte schon mal rausgelassen haben. Und das beruhigt mich auch gerade so ein bisschen, wenn wir schon zum nächsten Thema ja überkommen, zur WWDC, dass sie nicht zum Mac Pro gesagt haben. Und auch kein Pressevertreter irgendwie was zugesteckt bekommen hat. Es scheint das Ding weiterhin zu geben. Ja, oder man schweigt auch auf der WWDC sich einfach weiter aus. Ich würde vermuten, das wird passieren. Ich wette einfach jetzt mal ganz spontan, wir werden am 3. Juni nichts zum Mac Pro hören. Ich wette dagegen und ich sage, wir werden ihn sogar sehen. Okay, gut. Um was geht's jetzt? Um eine Flasche Bier. Also hören, was verstehst du unter hören? Also, dass Tim tatsächlich drüber redet oder dass er es mal in einem Nebensatz erwähnt? Da musst du dich jetzt schon festlegen. Ich denke, dass nicht ein einziger, also das nicht mal im Nebensatz, also der wird totgeschwiegen. Glaube ich. Nee, das glaube ich auch nicht. Du glaubst, der wird zumindest erwähnt. Irgendwas wird er darüber sagen. Also ihr wisst ja, Freunde, wir haben jetzt den schnellsten und most amazing MacBook Pro aller Zeiten. Und deswegen kommt jetzt der Mac Pro demnächst dann auch bald? oder 2019, wir halten noch einen Plan fest? Oder? Ja.
Meinst du? Das ja. könnte natürlich auch der Hintergrund sein, dass sie überhaupt nichts haben und deshalb nochmal ordentlich das MacBook Pro auf Touren gebracht haben. Ne? Aber dann hätten sie es auf der Bühne gemacht. Ja, Herr Schack, Tim hat doch schon irgendwas gesagt über den Mac Pro, oder? Dass da irgendwas nicht lieferbar ist oder irgendwie. Ja, sie haben vor allem gesagt, das Letzte, was ich dazu offiziell gelesen gehört habe, ist, dass er nicht 2018 kommt. Das haben sie geschafft? Ja. Haken dran. Ja, wir werden das sehen. Ja, aber was ja auf jeden Fall kommt, um mal so von der leidigen Hardware wegzukommen, wird neue Software sein. Und das ist ja mal so ein bisschen wie Weihnachten für uns Apple-Anwender. Weil da gibt's was und das auch noch umsonst. Und wenn man ganz mutig ist, auch schon zum gleich ausprobieren, weil ja meist dann auch schon eine Public Beta relativ zeitnah startet. Und mit iOS 13, macOS 10, 15, neuem WatchOS, neuem tvOS gibt es dann sicherlich einiges an neuem auszuprobieren, zu berichten, zu loben, zu schimpfen. Wäre die Frage so in die Runde, habt ihr Wünsche, unerfüllte Wünsche, die Apple mit einem der nächsten Software-Updates euch erfüllen könnte? Ich fange mit dem an, wo ich am wenigsten gerade zu nörgeln habe und am wenigsten erwarte, das ist WatchOS. Also ja, ich weiß, Entwickler nörgeln ein bisschen rum, dass sie da gerne mehr Möglichkeiten hätten, aber ich finde WatchOS 5 finde ich total gut. Also meines Erachtens, für mich müssen sie ja nichts dran machen. Ich bin mit der Uhr wirklich zufrieden. Also sowohl hardwaremäßig als auch softwareseitig. Richtig, da besteht am wenigsten Bedarf. Ich würde mir ein noch schlankeres Design wünschen, aber das ist Geschmackssache. Das kriegen die softwareseitig aber nicht hin. Nee, deswegen. Also weil Schacke gerade sagte, dass er hardwareseitig auch zufrieden ist. So. Das Diät-Update. Das Diät-Update, genau. Ihre Uhr wird automatisch 30% schlanker. App. Genau. Kaufe ich. Sie müssen nur auf diesen Link klicken. Zur Spam des Monats kommen wir gleich noch. Ich kann sie ja schon mal rausholen. WatchOS geht es mir ähnlich. Also die Walkie-Talkie-Funktion haben wir nie wieder benutzt, nachdem wir sie einmal ausprobiert haben. Das war also insofern ja nicht so relevant scheinbar. Ich weiß nicht, was jetzt an neuen Funktionen noch kommen könnte. Also, nutzt du das, Stefan, diese Walkie-Talkie-Funktion? Ich würde sie gerne benutzen, aber aus keine Freunde, Gründen, verstehe. Die mir vollkommen unerklärlich sind. Hey, wir können ja den nächsten Podcast mal komplett mit der Walkie-Talkie-Funktion machen. Super Idee. Vielleicht nicht den kompletten Podcast, aber wir könnten eine neue Rubrik einführen. Wenn du bis dann rausfindest, wie ich Audio von der Uhr mitschneiden kann, dann... Naja, wir können sie nah ans Mikrofon ranhalten. Das genau. Klingt nach... Das hört sich dann auch wirklich nach Walkie-Talkie an. Ja, wenn es dann überhaupt funktioniert. Ich würde ja gerne mit meiner Frau zusammen Walkie-Talkie nutzen, aber aus irgendeinem Grund scheint immer irgendwer von uns beiden nicht erreichbar zu sein, obwohl definitiv das Gegenteil der Fall ist. Ich habe da auch mal versucht, so ein bisschen Fehlersuche zu betreiben und in diversen Foren reingeschaut. Und das Problem scheint es häufiger zu geben. Und eine wirklich gute Lösung habe ich nicht gefunden. Von daher für mich irgendwie von der Idee her ein nettes Goodie, aber für mich ohne Funktion. Schade. Sonst würde ich mir für macOS, weiß ich nicht, ob ich mir da noch so viel wünschen würde. Also quasi, das wäre nach WatchOS für mich das nächste System, wo mir jetzt wenig große Sachen einfallen, außer das, worüber wir schon mehrmals gesprochen haben, dass wir gerne mal hätten, dass der Finder vielleicht mal ein kleineres Update erhält, als das bisher der Fall war. Er ist ja eigentlich im Grunde fast unverändert seit der Erfindung von macOS. Und manche iOS-App, dieses ganze Projekt Marzipan könnte meiner Meinung nach auch endlich mal ausrollen für externe Entwickler, was ja wohl aber auch passieren wird. Hat Apple ja zumindest versprochen, dass das 2019 passiert. Also wenn nicht jetzt auf der Entwicklerkonferenz. Also Projekt Marzipan als Hintergrund, das ist das Softwareprojekt, mit dem
Apple es seinen eigenen Apps und Apps von Drittanbietern ermöglichen möchte, dass man sowohl für iOS, WatchOS und auch für den für macOS gleichzeitig entwickeln kann mit einer programmierten App, sodass die überall laufen. Man muss nicht mehr groß irgendwie mit 15 verschiedenen Programmiersprachen und 30 Oberflächen arbeiten. Das würde dem Mac, glaube ich, kritisch sehe. Du siehst das kritisch. Also ich glaube, es wären einige spannende App-Möglichkeiten dabei. Was siehst du denn kritisch? In erster Linie, dass Apps, die eigentlich auf eine bestimmte Plattform hingedacht sind, auf den anderen Plattformen teils unbedienbar werden, weil eine iOS Benutzeroberfläche sich eben ganz anders anfühlt und benutzen lässt als eine unter macOS. Also da gibt es schon noch immer Barrieren, wie man Geräte nutzt. Touchscreen ist da das ganz offensichtliche Thema. Und ich sehe den Mehrwert für die Entwickler, die gegebenenfalls weniger Arbeit haben. Aber für mich als Endanwender sehe ich eher weniger auf die jeweilige Plattform optimierte Anwendungen am Horizont und weiß noch nicht so ganz genau, ob ich das dann tatsächlich gut finden sollte, auch wenn ich dann vielleicht eine Mehrauswahl an Anwendungen an wollen wir darauf würde. Später nochmal zu sprechen kommen, denn wir wollen, wenn ich das richtig sehe, die Google I.O. kurz anreißen. Und so wie ich das sehe, bewegt sich gerade in die Richtung Google ja mit ganz, ganz großen Schritten. Ja, gut, da kommen wir gleich auf den Punkt. Was dann aber in diesen Kosmos reinzieht, ist noch die hoffentlich anstehende Zerschlagung von iTunes. Ja. In diverse Bestandteile. Da gibt es seit ein paar Tagen ein neues handfestes Indiz für. Ich befülle in der MacLife immer diese Podcast-Seite. Und um an die Logos der Podcasts zu kommen, rufe ich den iTunes auf, rufe dann die Podcast-Seite im Browser auf und lade dann das Logo runter. Und inzwischen gibt es da keinen Button mehr, also auf der Webseite, um diesen Podcast sich in iTunes anzuhören, sondern da steht da schon, dass man das mit Podcasts hören möge, auch auf dem Mac. Von daher, ich glaube, also diese Podcasts-App, die wird Realität werden. Entwickler haben im Quellcode wohl auch schon entsprechende Logos gefunden. Also zumindest habe ich auf Twitter so ein paar durch die Gegend fliegen sehen. Natürlich mit Vorsicht zu genießen, ob das wirklich so ist, aber die sahen sehr realistisch aus. So. Was dann? Jetzt sind sie alle weg. Spannend, ja. Wir haben die beiden zugeschalteten Menschen. Achso, Herr Raukamp ist noch da. Er war nur. Ja, doch, ich suche hier gerade was auf. Wir haben sie per FaceTime zugeschaltet. Kaum sage ich iTunes, wenn die Bildschirme leer. Okay, sind alle weg. Alle weg. Du hast sie gelangweilt. Ja. Wahrscheinlich haben die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch alle ausgeschaltet. Wovor ich allerdings Angst habe, ist, dass iTunes, also das, was der Kern von iTunes war und immer noch ist, also Musikplayer und Musikverwaltung, dass das runtergebrochen wird auf die Funktionalität, die die Music-App so hat. Und die Music-App auf dem iPhone, auf dem iPad kann längst nicht alles, was iTunes so hat. Da fehlt so Sternebewertung, fehlen da fehlen intelligente Playlisten und all sowas. Von daher, da habe ich auch an der Stelle auch ein bisschen Angst vor. Also so sehr ich auch, sagen wir, kein Freund des aktuellen iTunes bin, vieles davon ist halt aber auch gut. Und das hätte ich auch gerne weiterhin. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass es so läuft wie damals mit iWork. Als Apple auch angekündigt hat, ja, wir haben iWork neu gemacht und es ist auf allen Plattformen, auf iOS, auf macOS und im Browser, dasselbe Feature-Set. Ja, es sind viel weniger Features als vorher, aber immerhin dieselben. Ja, und jetzt später dann erst Stück für Stück mit Updates Features wieder nachgereicht hat, die es vorher schon gab. Bis heute kommen neue Features, also alte Features zurück. Ja. Ich fürchte, das wird für die Musik-App auch so laufen. Also, weil wenn es wirklich mit Projekt Marzipan gemacht wird, dann wird das ähnlich sein wie die Home-App. Die wird dann einfach für einen Mac portiert. Vielleicht wird sie ein bisschen in der Oberfläche angepasst, damit sie mit der Maus besser zu bedienen ist, aber ich fürchte sonst. Also mein K.O.-Kriterium wäre tatsächlich intelligente Playlisten. Da mache ich sehr viel mit, die brauche ich. Ja. Ja, wir sind gespannt. Ich erhoffe mir ja am meisten eigentlich von iOS 13 und zwar für das iPad. Wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, dass das für uns immer noch kein MacBook-Ersatz ist. Ich möchte auch nicht schon wieder in die Tiefe gehen, aber angeblich
hat man ja für iOS 12 viele Funktionen gestrichen, um die Geschwindigkeit und Stabilität zu erhöhen und sich darauf voll zu konzentrieren. Und viele dieser Funktionen, die gestrichen wurden, sollten das iPad auch zu einem noch produktiveren Gerät machen. Und das iPad Pro wird ja auch ganz noch mehr vermarktet als früher schon als der Laptop-Ersatz. Und irgendwie passt iOS 12 da eben noch nicht zu. Also hardware-seitig ist ja inzwischen alles da. Das ist ja ein super Pro-Gerät eigentlich, aber software-seitig noch nicht. Deswegen hoffe ich endlich darauf, dass man vielleicht mal externe Speichermedien dran gesteckt bekommt, dass man eine vollwertige Dateien-App hat, nicht nur so ein Cloud-Anbindungsding, wie das die Dateien-App im Moment ist, dass man zwischen Apps Dateien leichter tauschen kann, als immer über diese Teilenfunktionen gehen zu müssen. Und also ganz viele kleine Details. Angeblich soll ja auch das iPad zum zweiten Mac-Bildschirm werden. Das würde das Problem insofern lösen, als dass dann da quasi macOS zwischenzeitlich drauf läuft. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also ich hoffe, dass da wirklich produktiv ein bisschen sich was tut. Bin ich ganz bei dir. Aber das ist auch das, was mir am meisten mit dem iPad aktuell so fehlt. Ja. Und der Dark Mode. Ja, der Dark Mode, den. Aber der ist, glaube ich, gesetzt. Ich denke auch. Also nachdem er jetzt bei macOS Einzug gehalten hat im vergangenen Jahr, ich würde mich sehr wundern, wenn Apple immer noch nicht den jetzt in iOS mal integriert bekommt. Zumal viele Apps da ja auch in Vorleistung haben. Also viele Entwickler bieten den ja von sich aus schon an für die jeweiligen Apps. Und die iPhone 10 und 10S Modelle ja nun ein OLED-Display haben. Das heißt, er hätte ja nicht nur designtechnisch einen Mehrwert. Richtig. So. Letzte Baustelle wäre tvOS. Ja. An tvOS habe ich ehrlicherweise auch ähnlich wie bei watchOS keine Erwartung. Da hängt vieles an den Diensten, die sie angekündigt haben. Also Apple TV Plus und so. Ja. Erwartet ihr, dass irgendwas gesagt wird zu TV Plus, zum Streamingdienst, ob es vielleicht sogar einen Preis in den Raum geworfen wird? Oder geht er das auf einer Entwicklerkonferenz völlig? Ich meine, dass sie beim Showtime-Event gesagt haben, mehr Infos gibt es im Herbst. Es kann aber auch sein, dass ich mir das einbilde. Ja, das haben sie gesagt, aber ob sie es werden sie es ganz und gar ignorieren? Ich bin mir sehr sicher, dass sie was zu Apple News und Apple News Plus sagen werden. Wie viele Abonnenten sie am Anfang jetzt neu dazu bekommen haben, wie viele Verlage jetzt noch dazu gekommen sind. Also es wird so dieses typische Zahlen in den Raum schmeißen und wie toll wir sind werden, denke ich. Aber ich glaube, alles andere, was so, ich glaube auch zu Filmserien werden sie nichts sagen. Vielleicht eher noch tatsächlich zu Apple Arcade. Um auf der Bühne der Entwicklerkonferenz was zu den Entwicklern dieser Spiele zu sagen. Mhm. Ja, den Dienst könnte ich mir sogar vorstellen, dass der demnächst auch dann startet oder zumindest mit iOS 13 dann direkt losgeht. Ja. Ja. Mhm. Wenn ihr gerade bei Apple TV seid, die TV-App, die gibt es ja jetzt nun schon, ne? Auch in Deutschland. Ja. Und ja, die räumt so ein bisschen auf, also die fasst so ein bisschen zusammen, wo man sonst sich so ein bisschen verloren fühlte zwischen den ganzen Online-TV-Angeboten mittlerweile. Die versucht jedenfalls, das alles in einer App zusammenzufassen. Das ist ein honoriges Anliegen, was gar nicht so schlecht gelungen ist, wie ich auf den ersten Blick so fand. Ich mag es auch. Was mir fehlt, sind teilnehmende Dienste in Deutschland. Ja, ja. Also es ist halt dann sinnvoll, wenn alle Streaming-Anbieter, die man in Anführungszeichen so nutzt, da auch drin wären. Also vor allem Netflix fehlt mir da drin. Aber ich finde den Ansatz total gut. Ich glaube, es ist der richtige Ansatz, den man damit gewählt hat. Und es wird auch der richtige wie sagt man, Unterbau für das, was Apple davor hat mit Apple TV Plus Channels. Mhm. Genau. Heißt sie nur Apple TV Channels, Apple TV Plus Channels? Ich glaube, das Plus ist wirklich dem eigenen Apple Streaming-Dienst vorbehalten. So wie ich das sehe. Also die Namen sind eine Hölle. Was ein bisschen verwirrend ist, finde ich, wenn du meinetwegen Euronews oder das ZDF oder so wählst, landest du natürlich in deren Mediathek. Wenn du dann fertig bist, diese Sendung, die du da sehen wolltest, zu gucken, dann bleibst du auch in der Mediathek. Das ist zumindest gewöhnungsbedürftig. Na, man kann dann natürlich, oben links ist dann ja der Eintrag, dass du wieder zurück zu Apple TV oder zur TV-App
zurückkehren kannst. Aber zumindest auf dem iPad, wo ich es probiert habe, ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Du musst auch, also ich glaube ZDF, Arte ist bisher dabei, Euronews, das sind so die drei Free-TV-Sender, sag ich mal, die mir jetzt auffallen. Hinzu kommen dann halt diese Pay-Dinger, inklusive Amazon Prime, ne? Jetzt breche ich mir hin ab. Amazon Prime heißt es. Netflix ist nicht dabei, richtig bemerkt, wird auch nicht dabei sein. Ich glaube, bis jetzt haben die da Verweigerungshaltung. Ich glaube, die können sie sich auch erlauben. Die sind da auch noch einfach zu tief in diesem Zoff drin, über den wir uns in der letzten Episode, glaube ich, ausgelassen haben. Also wo Netflix gerade Spotify vorschickt, um gegen Apple zu kämpfen. ich glaube, solange das alles nicht geklärt ist, wird Netflix noch gar nichts tun, was irgendwie Apple voranbringen könnte. Verständlicherweise. Ja, würde ich vielleicht auch nicht machen. Also, warum sollen sie es machen? Ne? Es wundert mich fast, dass Amazon Prime drin ist. Dann ist da noch irgendwie in Deutschland bisher nur, das müsste ich gleich selber mal gucken, es gibt ja so extra, ach ja, TV-Kanäle nennen sie es. Das ist sehr verwirrend. Mhm. TV-Kanäle, da ist in Deutschland bisher der mir vorher völlig unbekannte Dienst Stars Play, Stars mit Z, mit drin. Kannte den schon irgendjemand vorher? Ja, von Amazon, da gibt es den auch schon. Ja, und hatten sie ihre Inhalte doch auch so in Amazon Prime und in Netflix drin. Die haben doch auch, haben die nicht auch irgendwelche Disney-Rechte gehabt, Stars? Ich habe den noch nie gesehen vorher. Also ich. Der gehört zu irgendwas, ich müsste mal gucken. Die haben auf jeden Fall, waren die Inhalte, die Stars hat, waren eine Zeit lang auch in Netflix drin. Das ist alles nicht mehr so, die haben das alles da rausgezogen. Und ich glaube, dass das ungefähr zeitgleich mit dem Start ihres Channels in Amazon Prime. Mhm. Okay. Ja, verwirrend ist, glaube ich, ein wichtiger Stichpunkt, der mir auch aufgefallen ist. Schön finde ich die Idee, alles jetzt in einer App zu haben. Wie Thomas sagt, finde ich es komisch, dass man dann in die Apps reinspricht. Ich hatte mir sogar gewünscht eigentlich, dass du das abspielst und das direkt in der App passiert oder dass sich dann gar nicht irgendwas im Hintergrund öffnet. Genau. Dass ich zum Beispiel diese in manchen Punkten schreckliche ZDF-Mediathek-App gar nicht mehr angucken muss, sondern das einfach über die App gucken kann. Und auch diese ganze Channel-Geschichte. Und dann wird da ja jetzt noch Apples Abo-Dienst mit eingebaut in Zukunft im Herbst. Und das ist, ich glaube, so richtig übersichtlich ist es nicht. Plus den Reitern oben, da ist dann für Kinder noch ein extra Reiter. Ja. Und in den USA ist wohl für Sportfernsehen auch nochmal ein extra Reiter. Also, du hast die einzelnen Sendungen, deine Empfehlungen, du hast die Kanäle, du hast das, was man jetzt als Fernsehprogramme bezeichnet, also ZDF, Arte, Euronews plus so ein paar Dinger, die mir so nicht sofort bekannt war. TV Now ist übrigens auch dabei. So, die du aber nur erreichst, wenn du die App installierst. Das heißt, wenn du sie erstmals anwählst, landest du im App Store. Da wunderst du dich schon. Plus, wie gesagt, diese Apple-Kanäle, die Apple so bezeichnet, wo bisher Stars drin ist, wo denn wohl noch weitere Kanäle, wenn es nach Apple geht, dazukommen. Ja, puh, das sind ein paar viele Begriffe, die Apple da zusammen mixt, ne? Ja, ja, jetzt habe ich den Punkt verloren. Das passiert. Das passiert den Besten. Nach dem dritten Bier passiert das. Ja, es war schon das vierte heute insofern. Ach so. Insofern nicht schlecht. Gut, alkoholisiert, weiß ich nicht, mir fällt keine Überleitung ein. Google Assistant. Vorhin war die Überleitung besser. Also Google hat wie immer ich übernehme einfach mal. Darfst du gerne. Nein, mach. Google ist dein Thema. Warum? Also, weiß nicht. Bevor Apple die WWDC macht, kommt Google den ja jetzt immer in der letzten Ausfahrt zuvor und bremst die einmal mit der Google I.O. aus. Wow, das sind also Sätze, die könnte ich so in einen Artikel schreiben. Wow. Und hat ja auch einiges am Start gehabt. Die Google I.O. glänzt, ist also das Gegenstück tatsächlich zur WWDC. Es ist auch eine Entwicklerkonferenz
Es sind also über, es geht also über mehrere Tage, ähnlich wie die WWDC, und es sind mehrere Workshops, die angeboten werden. Die lassen sich alle im YouTube-Kanal von Google jetzt nochmal gucken. Also wer da in die Tiefe gehen will, man beschränkt sich ja genau wie bei der WWDC in der Berichterstattung immer traditionell so ein bisschen auf diese Keynote. Damit schlägt man sich da ein bisschen unter Wert, weil es geht bei diesen Entwicklerkonferenzen tatsächlich um Entwicklung und um Entwickler. Insofern, ja, die Keynote sticht ein bisschen raus, wie bei Apple, aber es tut sich also sehr, sehr viel mehr. Also auf YouTube oder auf der Webseite von Google I.O. oder auch in der App von Google I.O. kann man diese ganzen Workshops und Firesides, wo man direkt mit irgendwelchen Google-Bossen zusammensitzt, alles nochmal Revue passieren lassen. Was natürlich heraustritt, ist natürlich der Google Assistant, der unglaubliche Schritte nach vorne gemacht hat. Also das begeistert mich immer mehr, wie diese Entwicklungszyklen sich immer mehr verkürzen. Das war ja eine Zeit lang beim Smartphone hauptsächlich so, beim iPhone. Früher sagte man, ja, so in 5 Jahren sind wir da und da und in 10 Jahren sind wir da und da. Ich weiß noch, wie Steve Jobs mal gesagt hat, wir sind der Konkurrenz 5 Jahre voraus. Heutzutage geht das alles im Einjahrestag. Das finde ich wirklich, wenn man so, vor einem Jahr haben wir, glaube ich, in diesem Podcast auch gesessen und darüber gesprochen, dass sie diesen Anrufbeantworter, wie heißt der gleich noch? Duplex, genau. Duplex, dass sie den vorgestellt haben und uns alle so ein bisschen beömmelt darüber. Aber was sie in diesem ein Jahr wieder für einen Sprung gemacht haben, es ist unglaublich, wie kurz diese Zyklen jetzt geworden sind. Also, was sie gemacht haben, sie haben, glaube ich, etwas, was vorher 100 Gigabyte schwer war und sich auf irgendwelchen Google-Servern rumgetrieben hat, haben sie zusammengedampft auf 0,5. Das ist Gigabyte. Sensationell, weil Gigabyte, genau. Das würde in ein Atari ST passen, so ungefähr. Rüstest du dein Atari ST jetzt mit Google Assistant nach? Ja, ich werde bei unserem IT-Kollegen Thomas Götzsch, der ja der zweite Atari-Fan noch im Verlag ist, neben dem Leiter dieses Medienhauses, der ja auch noch Atari-Fan ist, wir werden sehen, was wir machen können. Vielleicht gibt es bald eine Atari-Version des Google Assistant, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob Google die offiziell unterstützen wird, aber wir sind da in Gesprächen. Sehr gut. Naja, pass auf. Also was sie also gemacht haben, die haben das also wirklich zusammengedampft von 100 Gigabyte auf 0,5 Gigabyte. Die müssen irgendwelche Magic Tricks da irgendwie in Mountain View machen. Was natürlich der Hintergedanke ist, wenn du jetzt, wenn ich jetzt okay Google sag, geht alles um mich herum an, tatsächlich geht es auch. Geht es auch tatsächlich, ja, und alle gucken, alle meine Google-Geräte. Ich verstehe nicht ganz, genau. Gut, also wenn du okay Google sagst, jetzt reagiert nichts, war ja vorher diese Denkpause da oder wenn du eine konkrete Anfrage gemacht hast. Und diese Denkpause war ja im Prinzip eine Verschleierungstaktik, weil in dieser Denkpause hat der Google Assistant seine Daten nach Mountain View geschickt oder wo hier gerade in Europa die Server sind. Und diese Daten wurden ausgesendet, ausgewertet, diese Anfrage wurde bearbeitet und wurde zurückgeschickt mit einer Antwort. Und das war im Prinzip diese Denkpause, wo der Google Assistant noch immer so gesagt hat, irgendwie, okay, ich spiele jetzt Song XYZ bei Spotify oder so. Das fällt jetzt alles weg. Im Prinzip, wenn du jetzt sagst, spiele mir den und den Song, dann sagt Google jetzt nur noch, okay, mache ich, blub, ist der Song da. Diese Denkpause fällt also weg. Und ich wage zu behaupten, dass das ganze Thema der Sprachassistenten noch mal mehr in den Alltag bringt. Und das haben sie ja auch auf der Google I.O. vorgeführt. Es ist wie ein wirkliches Gespräch mit deinem Smartphone. Und das klare auf der I.O. formulierte Ziel von Google ist es, dass du dein Smartphone irgendwo oder welches Gerät du auch immer nutzt, nicht mehr anfassen musst, sondern
dass man tatsächlich jetzt so weit ist, dass du mit deinem Smartphone quatschen kannst. Es sind keine Zwischenschritte mehr notwendig. Du musst nicht dauernd den Aufruf starten. Und ich wage zu behaupten, dass das noch wieder so eine Barriere niederreißen wird, dass die Leute jetzt schnallen, okay, ich kann jetzt tatsächlich, ich brauche meine Hände nicht mehr, um mit meinem Smartphone umzugehen. Ich kann jetzt tatsächlich mit diesem Smartphone quatschen. Es ist diese Denkpause nicht da. Es blabbert nicht dauernd, um irgendwelche Anforderungen zu bestätigen, sondern es ist intuitiver geworden. Und das wird nochmal eine Barriere niederreißen. Seid ihr alle noch da? Ja, wer sich das einmal angucken möchte, wer bis jetzt noch überhaupt nichts von mitbekommen hat, wir packen in die Shownotes einen YouTube-Link. Da hat ein YouTuber die ganze Präsentation rund um den Google Assistant eingekürzt und nur noch die Teile drin gelassen, in dem der Google Assistant auch mal vorgeführt wird. Da sieht man mal, was Thomas gerade mit Geschwindigkeit meinte und wie schnell das geworden ist. Und was ich halt mit als, glaube ich, einen der herausragendsten Punkte neben der Geschwindigkeit finde, Thomas hat es gerade schon angerissen, ist, dass du diese Aktivierungsphrase nicht mehr brauchst. Also du musst nicht mehr Alexa, Siri oder Google irgendwas sagen, sondern wenn zum Beispiel eine Nachricht reinkommt ins Smartphone, also ankommt, eine SMS, dann kannst du direkt Antworten sagen, weil der Google Assistant weiß, jetzt gerade ist eine Nachricht angekommen, wenn du jetzt zu mir Antworten sagst, dann wird das mich betreffen, ich muss jetzt auf diese SMS antworten. So, und das ist schon mal ein ganz großer Punkt und der ist auch intelligenter geworden, weil in diesem Video sieht man, wie die Dame, die das vorführt, eine E-Mail beantwortet und sie fängt diesen E-Mail-Text an und sagt zwischendrin einfach, Betreff, Doppelpunkt, meine Reise nach Kanada. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie hin, in irgendeinem Nationalpark. Und obwohl das mitten in diesem E-Mail-Text passierte, hat der Google Assistant begriffen, dass Betreff, Doppelpunkt und dieser Text nichts mit dem E-Mail-Text zu tun hat, sondern packt es direkt in den Betreff von der Mail. Und solche Dinge. Das sind eigentlich Kleinigkeiten. Und es ist jetzt auch kein großer Schritt. Man kann mit dem Google Assistant auch immer noch keine tiefgreifenden philosophischen Gespräche führen. Aber es sind genau diese Kleinigkeiten, die das enorm umgänglicher machen und ich glaube natürlicher machen. Plus natürlich diesen ganzen Funktionen, die natürlich nur dadurch möglich sind, dass Google innerhalb der eigenen Dienste deine ganzen Infos anzapfst. Du kannst dann am betreffenden Tag sagen, wenn der Google Assistant dich meinetwegen darauf hinweist, hey, morgen geht übrigens dein Flug um so und so viel nach Los Angeles oder so, dann kannst du sagen, okay, dann bestell noch mal ein Taxi zum Flughafen. Der Google Assistant weiß dann schon, wo dein Flughafen ist, wo du abfliegst, wie lange du schätzungsweise mit einem Taxi zum Flughafen brauchst. Es kann diese Buchung im günstigsten Fall vornehmen. Da kommt diese Duplex-Geschichte wieder ins Spiel. Ja, also so langsam wird es in der konkreten Anwendung tatsächlich interessant und nicht nur für irgendwelche, Entschuldigung, Zirkusspielchen, die bisher da waren. Bekommen Menschen das mit? Werden echte Menschen das mitbekommen? Also ich meine, wenn ich mir das mal so angucke, im Freundes- und Bekanntenkreis, den habe ich ganz gut konditioniert auf Apple-Geräte, aber Dinge, die auf der WWDC vorgestellt werden oder auch auf Apples, in Anführungszeichen, Präsentationen, die sich an normale Menschen richten, wie im September das neue iPhone etc. pp. Da zeigen sie auch immer relativ viel zu iOS und was mit ganz neuen Geräten alles geht. Wenn ich mir dann wirklich mal angucke, was Menschen mit ihren Geräten so machen und wie verblüfft echte Menschen sind, wenn man ihnen die einfachsten Sachen auf diesen Geräten zeigt, habe ich die Frage tatsächlich, ob Menschen das mitbekommen, dass das jetzt geht, dass da mehr geht und die Frage auch natürlich, wie sehr man, da schließe ich mich sogar ein, willens ist, diesen Sprachassistenten eine zweite Chance zu geben, weil Google war schon immer, nicht immer, aber ist schon seit vielen Jahren Siri um einiges voraus, während Siri ja inzwischen in vielen Dingen so ein Running Gag ist und die merkwürdigen Antworten, die Siri teilweise gibt, Bestandteil inzwischen von Serien sind. Also sind so weit in der popkulturellen Wahrnehmung angekommen, dass es alles nicht so geil ist, dass Menschen diese Gags auch verstehen. Kriegen Menschen das mit, dass es irgendwie geiler geworden ist und gibt man dem eine zweite Chance? Aber Freunde, die braucht doch keine zweite Chance. Diese Revolution hat doch noch nicht mal angefangen.
Alles, was wir bisher gemacht haben, sind irgendwelche, wie gesagt, Zirkustricks irgendwie. Das wird den ganzen Alltag, egal ob du mit einem Smartphone unterwegs bist, ob du zu Hause einen Assistenten hast oder ob du früher oder später in irgendwelchen Fahrkartenautomaten bist, oder ob du dein Telefon abnimmst und so ein Ding ist da dran, das wird überall in den Alltag einziehen. Und diese Assistenten werden es dir aufs Auge drücken. Es ist nicht so, dass du dem groß entgehen kannst. Wir reden jetzt hier nicht von irgendwie, ja, das ist ein ganz nettes Feature von meinem iPhone oder Android-Phone oder so. Das ist das Ding, was alles auffressen wird und den Rest kläglich ausspucken wird. Naja, zweite Chance im Hinblick darauf, dass das sowohl Apple als auch Google als auch Amazon das ja schon vor 5 Jahren gesagt haben, dass es irgendwie, wie großartig das alles ist. Und es war halt einfach nicht großartig. Es waren unterschiedliche Schattierungen von nicht ganz geil, aber nichts von den Dingern war wirklich großartig. Und ich glaube sehr daran, dass die Entwicklung genauso sein wird, wie du das gerade sagst. Die Frage ist tatsächlich, wie viele Menschen man das inzwischen schon verprellt hat. Also damit, dass man gesagt hat, das hier ist total geil und da probieren Menschen das aus und finden raus, aha, das mit so einem Wecker stellen, da scheitert das dann irgendwie schon dran. Das ist so auch meine große Frustration, die ich über Jahre hinweg mit Siri hatte, weswegen ich Siri ausschließlich im Auto nutze, weil es mir da wirklich hilfreich ist und manchmal auch da nicht gut funktioniert. Ich mache nach wie vor eigentlich nichts damit, weil das alles irgendwie nicht gut funktioniert und vor allem aber auch nicht reproduzierbar. Also Sachen, die heute funktionieren, müssen morgen nicht funktionieren. Also ich glaube, dass wir diese relativ klein, also Google macht ja große Schritte, aber wir sind ja, was ich gerade sagte, wir können immer noch nicht, wie heißt denn dieser Test? Turing. Genau, der geht auch mit dem Google Assistant immer noch nicht. Ich glaube aber, dass wir da auf einem guten Weg hin sind. Ist die Frage, ob das jetzt in 2 Jahren passiert, in 5 Jahren oder in 10. Aber spätestens, wenn wir einen sehr großen Schritt dahin gemacht haben und kurz davor sind und diese Sprachassistenten, egal welche das dann sind, in alle Bereiche vordringen und vielleicht auch tatsächlich irgendwann mal grafische Bedienoberflächen zum Großteil ablösen, dann braucht auch keiner mehr eine zweite Chance geben, weil, wie Thomas sagt, ich glaube, dann ist es da. Ich glaube, jetzt so diese einzelnen kleinen Geschichten, auch dass du jetzt diese Aktivierungsphrasen nicht mehr so häufig brauchst und dass der Google Assistant jetzt gerade mal bei diesem einen Punkt smarter geworden ist oder so, das wird tatsächlich die Tante von nebenan jetzt natürlich nicht unbedingt mitbekommen und vielleicht auch nie nutzen, aber spätestens, wenn ihr Backofen nur noch mit ihr spricht, weil man ihn nicht mehr bedienen kann per Knopf, dann kommt sie nicht um den Sprachassistenten rum. Ich habe einen lustigen Bug, den habe ich gestern schon vertwittert. Das hängt allgemein mit der Intelligenz von diesem System zusammen. Das ist in dem Fall, war es kein Sprachassistentenproblem, aber ich will es auch nicht im Podcast nochmal erzählen, aber es passt da gerade rein, weil es halt um diesen Intelligenzaspekt geht. Und vielleicht kann das ja irgendjemand der Hörer auch bei sich nochmal nachstellen. Ich, in der Mangelung eines besseren Tools nutze ich die Erinnerung-App von Apple, um meinen persönlichen Alltag irgendwie so zu strukturieren und da meine Aufgaben drin zu haben. Auch weil wir nutzen Todoist in der Redaktion und ich möchte das nicht vermengen. Ich möchte da nicht ein Tool mit dem Business-Kram und dem privaten Kram haben. Und diese Erinnerung versteht ja so ein bisschen, was man da reinschreibt. Zum Beispiel Tage und Uhrzeiten und solche Scherze. Das heißt, wenn ich mir Erinnerungen reinschreibe und da reinschreibe Donnerstag 14 Uhr, dann erinnert es mich am Donnerstag um 14 Uhr daran. Und macht das nicht als zum Text. Manchmal, das ist genau wie Siri, funktioniert das nicht. Da wird dann dieses Donnerstag 14 Uhr zum Text dieser Benachrichtigung. Was ich gestern gemerkt habe, ist, dass Erinnerung auf dem Mac verlernt hat, Uhrzeiten zu interpretieren. Ich habe da auch ein Video von gemacht, das ist auch im Twitter-Stream von MacLife, wir verlinken das aber auch nochmal in den Shownotes, wo ich einen Termin eintrage mit einer Person und der ganze Text in der Endtipp ist 19:00, neues Wort zu, neues Wort Eva. Ich drücke Enter und Erinnerung legt mir ein To-Do, eine Aufgabe an in diesem Ding für 21 Uhr, für 2 Stunden später. Reproduzierbar, beliebig. Ein Wahnsinn. Das ist kein Bug, jetzt ein Feature. Das ist nur dazu. Wer das auch hat, der kann sich gerne bei uns melden. Kaspar, um mal auf dich zurückzukommen und da die Brücke zu dem zu schlagen, was Sebastian eben gesagt hat. Das haben sie auf der Bühne auch vorgestellt, auf der I.O.
Man macht eben dieses Hallo Tante Martha, Komma, wie geht es dir? Fragezeichen nicht mehr. Ja. Die künstliche Intelligenz, das maschinelle Lernen, die artifizielle Intelligenz hinter dieser ganzen Google-Geschichte erkennt das. Erkennt, ob du eine Frage stellst, wann ein Satz zu Ende ist und so weiter. Na? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Auch Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und um den Gedanken von eben nochmal zu Ende zu führen, ich glaube, die Wahrnehmung, die sich wirklich verändert, ist auch bei den Firmen. Denn ich glaube, als Amazon Alexa gestartet hat, da war das Hauptaugenmerk darauf, dass du mit der Stimme bestellen konntest. Und das hat ja überhaupt nicht geklappt. Statt Klopapier kam Zahnseide an. Ich glaube, es hat einfach keiner genutzt. Und das ist richtig, dass die Leute es nicht wollten. Und Untersuchungen zeigen ja auch, dass sie auch ihr Bankkonto damit nicht abfragen oder sonst was. Insofern glaube ich, muss oder ist in den letzten Monaten und Jahren vielleicht auch noch eine Veränderung der Wahrnehmung bei den Firmen, bei den Anbietern selber eingetreten. Ich glaube, Amazon hat auch nicht mehr das Hauptaugenmerk darauf und Google hat es, glaube ich, auch nie. Google will tatsächlich diesen Assistant in den Alltag bringen und vom reinen Feature zur dominierenden Computerschnittstelle machen. Ähnlich wie früher, oh, guck mal, ich kann mein Telefon jetzt auch mitnehmen. Das war so ein Feature, ne? Bis hin zu, man weiß gar nicht mehr, was ein Telefon mit einem Kabel ist, ne? Also ich habe noch so bei diesem ganzen Ding noch einen zweiten Punkt aufgeschrieben, das passt ein bisschen in diese Sprachassistentengeschichte, ist aber eher Google Duplex. Und zwar arbeitet Google auch, und das haben sie inzwischen bekannt gegeben, auch an einer Art Star Trek Universalübersetzer. Wer jetzt nicht so... Ein Bubblefish. Genau, so ein Bubblefish. Wer nicht so tief integriert ist in Star Trek wie ich, das ist so, dass das ist natürlich von den Autoren erfunden worden, um nicht zig Sprachen erfinden zu müssen und nur noch Untertitel einzublenden. Warum reden die denn alle Englisch da in Star Trek, die Außerirdischen? Haben die Autoren einen Universalübersetzer erfunden, der jedem Star Trek Offizier in seinem Kommunikator angebracht ist, der übersetzt automatisch in der Stimme der Person, die spricht, Dinge. Und diese neue Google-Übersetzer, an dem Google gerade arbeitet, und ich glaube, sie hätten ihn nicht erwähnt, wenn er nicht schon einigermaßen weit vorangeschritten wäre, da ist es so, dass du mit deiner eigenen Stimme direkt instant Sachen übersetzt werden. Also ich könnte jetzt mit jemandem in China telefonieren und der würde mit meiner Stimme in Chinesisch bei diesem Telefonat Sachen übersetzen und der chinesische Gesprächspartner würde mit seiner Stimme ins Deutsche übersetzt werden. Instant, mit kaum Zeitverzögerung. Und das ist etwas, das ist tatsächlich Science Fiction, die langsam Realität wird. Will ich auch sofort haben. Ja, würde ich sofort nutzen. Dann können wir endlich mal mit den chinesischen Firmen direkt telefonieren. Statt immer nur irgendwelche E-Mails auszutauschen in gebrochenen Englisch von beiden Seiten. Naja, aber auch, ich denke so an Urlaubssituationen und sowas. Ja, definitiv. Also. Naja, aber wenn man sich mal anschaut, was der Google Translator momentan so kann, ich scheitere aktuell daran, mir anzuschauen, wie denn Bewertungen zu Airbnb-Buden in Tokio ausfallen. Und was da der Übersetzer rausschmeißt aus dem Japanischen ins Deutsche, das beantwortet keine Frage, sondern stellt eher neue. Ist vielleicht ein kulturelles Problem. Genau, und da ist halt die Frage, wie schlau sind so Übersetzer denn dann wirklich? Oder ist es eine Abhängigkeit von der Sprache, der Kultur etc. pp.? Da gibt es so viele Variablen, deswegen sehe ich sowas immer eher skeptisch. Wenn sowas dann irgendwie, was weiß ich, von Englisch nach Deutsch funktioniert, mag das vielleicht nochmal was anderes sein als über andere Grenzen hinweg. Aber wenn jemand das kann, dann ist es doch Google. Die haben einfach die ganzen Daten. Die sind am nächsten dran. Insofern, das sind doch jetzt nur Fragen der Zeit. Und wie ich schon sagte, diese Zyklen, die werden doch immer kleiner, oder? Es gibt ja auch inzwischen Übersetzungsdienste, die deutlich besser funktionieren als Google Translate, also diese Webseite von Google. Ich glaube schlicht und ergreifend, dass
passiert ja gerne mal bei Google, dass sie einen Dienst veröffentlichen und dann den Fokus auf etwas andere Bereiche legen, zum Beispiel jetzt diese Sprachübersetzung, die mit der eigenen Stimme funktioniert und dann sowas wie Google Translate nicht mehr groß mit Updates versorgen. Ich kann mir glatt vorstellen, dass dieser Google-Übersetzer, so wie wir ihn seit Jahren kennen, nicht mehr im Fokus liegt und deswegen auch nicht die neuesten Daten drauf zugreifen kann. Das wäre so meine Idee. Der nächste Kandidat für den Google-Friedhof. Es könnte passieren. Also so ist ja bei Google nicht ganz unüblich, dass der dann plötzlich einfach verschwindet. So. Das wohl war, ja. Das würde dem Internet auch helfen, in manchen Bereichen. Wollen wir vom Assistant noch mal kurz den Bogen ziehen zu dem, was Stefan vorhin gesagt hat oder angerissen hat, dass die Entwicklung auf verschiedenen Plattformen, Projekt Marzipan ja auch bei Apple, da bewegt sich jetzt langsam was. Hm. Auf der I.O. gar kein so kleines Thema war. Man hat diese Entwicklungsumgebung, Flutter nennt die sich, glaube ich, noch sehr viel kompatibler gemacht. Also es ist tatsächlich das Ziel von Flutter, ja, war es schon vorher, dass du für iOS, macOS, Windows, Android, sonst was eine App entwickelst, die überall läuft. Und ich glaube, das kristallisiert sich immer mehr als Ziel, als Hintergrundgedanke der für mich des gegenwärtigen Computings heraus, diese Abhängigkeit von bestimmten Plattformen ist nicht mehr so wichtig. Ich glaube, dieses, das, was uns, dieses traditionelle Computerverhalten, die Plattform ist der Boss, das tritt immer mehr in den Hintergrund. Das wird mehr und mehr verschwimmen, da die Grenzen. Und ich glaube, das versteht auch Apple mehr und mehr. Und Google waren immer die so ein bisschen horizontal gedacht haben. Microsoft denkt sehr horizontal mittlerweile. Apple sehr vertikal, aber ich habe das Gefühl, das weicht jetzt auch so ein bisschen auf. Ja. Ich glaube, das unterschreiben einfach alle so. Guckt euch meinetwegen die progressiven Web-Apps an. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass immer mehr Firmen, meinetwegen Twitter, Spotify, du kannst auf deren Webseiten gehen, meinetwegen den Spotify Webplayer benutzen oder die Twitter-Webseite und die mit einem Klick innerhalb von Chrome in eine progressive Web-App verwandeln, die voll eingebunden ist ins System, die also auch irgendwelche Notifikationen darstellen kann. Ich glaube, das ist noch eine ganz große Sache, die auf uns zukommt. Da wird es in der Juli-Ausgabe der MacLife einen Artikel von dir zu geben, richtig? Ich glaube, den haben wir heute durch den MacBook-Artikel ersetzt, oder? Ich glaube auch, aber der ist ja nicht schlecht geworden, deswegen. Vielleicht mal trotzdem verwenden. Ach ja, aber Juli-Ausgabe, Entschuldigung, ja. Herr Molls, wir sehen uns hier gerade per FaceTime und ich bin erschrocken, dass ich dich einfach so sehen kann, weil ich hätte erwartet, dass du jetzt seit 3-4 Tagen nur noch mit diesem Oculus-Dingsi-Bumsi da im Kopf rumrennst. Du hast das neue Spielzeug. Ja, da kam dieser Podcast dazwischen, deswegen. Ach, du hast sie abgenommen für den Podcast. Genau, so und nicht anders. Ja, ich bin tatsächlich hochbegeistert von der Oculus Quest. Thema ist Virtual Reality. So ein Thema, bei dem Apple zumindest so für den Endkunden ja eher verkackt hat. Ich erinnere mich dunkelst zurück an die WWDC 2017 war das, glaube ich, an der Apple sagte so, ja, man wolle ja eigentlich auch die virtuelle Realität von nun an erobern und ja, zeigte dann auch gleich, dass man auch eGPUs, also externe Grafikkartenlösungen unterstützen wird, um die benötigte Rechenleistung zur Verfügung zu stellen, dass man auch an Software arbeitet, unter anderem mit großen Partnern wie Steam. Und große Reden, aber wenig passiert bislang. Also bis dato ist keine einzige Anwendung, kein einziges Spiel erschienen, mit der man irgendwie so als Otto Normal in der virtuellen Realität was anfangen könnte, nämlich die Hardware zumindest, etwa die Vive von HTC, die funktioniert.
Aber die funktioniert. Man bleibt halt ohne Softwarefutter und damit das Ganze ad absurdum geführt. Was es wohl gibt, ist Unterstützung seitens Final Cut und diverser anderer Software, um Inhalte zu erstellen. Aber zum Konsumieren gibt es derweil nichts. Was vielleicht auch daran liegen mag, dass VR halt bislang so ein wahnsinnig kompliziertes Thema war, weil man Brille brauchte, sondern auch einen einigermaßen potenten Computer, der die virtuellen Welten überhaupt erst berechnet und jede Menge Zubehör und Kabel, die einen sehr geringen Akzeptanzfaktor des Ganzen bei der Frau im Hause haben. Da verschandelt man sich dann die Bude mit irgendwelchen Tracking-Boxen, die links und rechts an den Zimmerecken hängen und kilometerweise Kabellage. Was macht jetzt diese Oculus Quest anders? Die macht alles anders. Und zwar lässt sie nämlich den Computer weg. Ich wollte nur sagen, der genderneutrale Beitrag aus Bremen heute. Inwiefern? Man kann das ja auch ersetzen durch die Akzeptanz beim Partner ist gerecht. Ja, sehr gut, sehr gut. Sie sind auf dem richtigen Pfad, Herr Molz. Ja, ich lerne das alles noch. Wo war ich? Alles anders. Mit der Oculus Quest. Die nämlich macht nicht nur den Computer obsolet, weil nämlich die ganze Rechenleistung in der Brille an sich steckt, sondern auch alles, was man irgendwie an Kabeln oder sonstigem Zubehör benötigt, um die Brille und die Bewegungen im Raum zu verfolgen und in der virtuellen Realität darzustellen. Das heißt, man setzt sich einfach diese Brille auf, richtet das einmalig über ein Smartphone oder Tablet ein und braucht von fortan nichts anderes mehr als die Brille und eine Controller-Hardware, die da auch mitgeliefert wird, um dann in Spiele und andere virtuelle Erfahrungen abzutauchen. Gibt es denn Software dafür? Jede Menge. Und zwar zum Start weg ein bisschen mehr als 50 verschiedene Titel. Ich habe vor allem jetzt in die Sachen reingespielt, die ich auch schon von PlayStation, Wii und der HTC Vive unter Windows, man verzeihe mir, kennengelernt habe und da auch so ein bisschen vergleichen konnte. Da fällt dann auch auf, klar, das alles sieht nicht ganz so effektvoll und auf Hochglanz poliert aus wie auf potenterer Hardware. Und im Inneren der Oculus Quest steckt nämlich, wenn man es runterbricht, eigentlich das, was irgendwie Smartphones im Jahr 2017 angetrieben hat. Nichtsdestotrotz, das Spielprinzip entscheidet, die Qualität der Spiele entscheidet. Und auch wenn es nicht ganz so gut aussieht wie auf einer dedizierten Lösung mit Gaming-PC etc. hinten dran, ist dieses All-in-One-Paket echt super in dem, was es irgendwie leistet. Es sieht trotzdem gut aus, es macht Spaß und vor allem man ärgert sich nicht mit der Einrichtung und den Kabeln und allem rum. Ungelogen aus dem Paket genommen ist man in weniger als 10 Minuten am Start und das macht auch Spaß so im Kreise der Familie, weil so bislang war das immer so eine Sache, man hat mal irgendwie sturmfrei, baut sich irgendwie die Sachen auf, die benötigt sind, um spielen zu können und hat dann so seinen Spaß, aber so kann man es eben auch einfach mal im Wohnzimmer Couchtisch wegräumen, ein bisschen Platz haben, um rumhampeln zu können und dann beispielsweise in Spielen wie Beat Saber, das gibt's so ein bisschen dann, wie Guitar Hero. Ich hoffe, es gibt dann zu dem Test auch ein Video von dir dann. Ich stelle mir das auch sehr lustig vor. Ich hoffe nicht. Warum nicht? Da muss ich mir was anziehen. Ach so, okay. Ja, das machst du ja auch, wenn du von Bremen hierher fährst. Also. Ich wollte dich hier im Podcast schon darauf hinweisen. Man muss dazu sagen, Stefan ist per FaceTime zu sehen und ich
wollte ihn schon bitten, sich doch was anzuziehen, aber da waren wir schon auf Sendung. Ja, also was kostet für meine Verhältnisse eigentlich? Genau, bin ich begeistert, auch ob des Preispunktes, weil das Ganze kostet in der kleinsten Version 450 Euro, sprich kleinste Version 64 GB Speicher, die auch vollkommen ausreichend sind. Aber gut, 450 Euro ist eine Menge Holz, aber man benötigt eben auch keine zusätzliche Hardware mehr. Also man muss kein Geld mehr für einen teuren PC oder eine neue Grafikkarte oder was auch immer ausgeben, sondern zahlt einmal eben besagte Monitas und ist dann sorgenfrei mit dabei. Klar, Luxusspielzeug, aber eine neue Spielekonsole, wenn es das etwas bessere Modell sein darf, ist auch nicht günstiger. Von daher sehe ich so eine Oculus Quest durchaus auch aus, als Konkurrenz zu etablierten Konsolen und hoffe einfach darauf, dass da jetzt mehr Leute drauf aufmerksam werden und Leute, die vorab vielleicht sagten, ja, ist mir zu teuer, zu kompliziert, ich brauche noch einen PC, ich muss da so viel irgendwie einrichten, verkabeln, machen und tun, von der neuen Einfachheit derart begeistert sind, dass sie so ein Ding eben auch in die Wohnung stellen und infolgedessen der ganze Markt ein bisschen wächst. Ist das denn jetzt endlich der Durchbruch für VR? Weil der wird ja eigentlich schon seit 5 Jahren angekündigt. Aber passiert nicht viel. Der wird immer wieder mal angekündigt, ja. Genau. Ich würde sagen, ja. Ich habe hier den Vergleich mit der HTC Vive und der PlayStation VR. Und um ganz, ganz ehrlich zu sein, lagen die Dinger immer so nach 2-3 Tagen anfänglicher Begeisterung dann doch irgendwie in der Ecke, staubten ein, einfach ob das Zeitaufwand, der nötig ist, um das Ganze immer wieder an den Start zu bringen, weil man eben dann irgendwie Kabel stecken musste oder sich extra den Platz noch weiter freiräumte, weil man noch irgendwelche Sachen aufhängen, dranstecken, sonst was durfte, sollte, musste. Und das ist das erste Mal, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt Lust auf eine Runde virtuelle Realität und du bist dann auch schon eine Minute später startklar. Wie lang ist eigentlich die Akkulaufzeit, wenn das keine Kabel mehr hat? Zwischen 2 und 3 Stunden. Das passt eigentlich ganz gut, weil danach hast du eh keine Lust das mehr. Das ist ein ungelöstes Problem. Nee. Danach bist du dann doch auch irgendwie so verschwitzt unter dieser Brille und bist dann ganz froh, doch nochmal irgendwie Tageslicht zu sehen. Wie ist es denn mit VR-Krankheit? Warst du da jemals für anfällig und ist das auch bei der Oculus Quest? Noch immer so. Ich glaube, das kommt immer ganz auf das Spiel an. Wie das Spiel an sich aufgebaut ist, welche Bewegungen abgefragt und dargestellt werden. Deswegen, ich glaube, das kommt immer auf den Fall an. Ich selbst habe da keine Probleme mit gehabt. Oh, jetzt probiert Thomas Sticker aus. Lass dich nicht von ihm irritieren. ja. Genau. Nee, also ich hatte damit keine Probleme, aber ich bin mir ganz sicher, dass es auch mit der Oculus Quest Leute geben wird, die sagen, ja, nee, da ist mir irgendwie ein bisschen schlecht bei. Das kann man sich aber auch wegtrainieren. Okay. Von daher wäre das für mich kein Grund, mit dem Potenzial, dass es einem schlecht werden könnte, gänzlich zu sagen, nee, ich lasse das sein. Ich würde es einfach ausprobieren. Auf jeden Fall vorher irgendwie mal ausprobieren vor Ort oder irgendwo bestellen, wo ich weiß, okay, wenn es mir nicht gefällt, kann ich es zurückschicken, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn man das einmal ausprobiert hat und vor allem dann, wenn man den Vergleich hat zu vorangegangenen Systemen, dass man das doch sehr gerne behalten mag. Was sind denn die Spiele, die du empfehlen würdest, um das auszuprobieren? Super finde ich Beat Saber. Mhm. Das ist quasi wie Guitar Hero. Du schwingst quasi Lichtschwerter und musst auf dich zulaufende Blöcke im Takt der Musik zerschneiden. Klingt irgendwie nicht so wahnsinnig spannend, aber ist tatsächlich so eine Art Workout. macht Spaß. Was noch toll war, ist Moss. Das ist so eine Art interaktives Märchenbuch, bei dem man eine kleine Maus durch eine
kleine süße Geschichte führt und dabei, dass die Besonderheit nicht nur die Maus steuert, sondern auch quasi gottgleich in die Levelstrukturen mit den Händen reingreift und manipulieren kann, um der Maus so den Weg zu ebnen. Was fand ich noch gut? Super Hot ist prima. Das ist ein Shooter, der... Ne? Genau, da spielst du in Zeit. Du bist so ein bisschen wie Bullet Time aus Matrix zum Selbstspielen. Bisschen kurz dafür, dass es irgendwie rund 30 Euro kostet. Ich glaube, so in 2-3 Stunden ist man da auch durch. So ein bisschen mehr als eine Akkuladung. Wir rechnen jetzt in Akkuladung. Ist auch gut. Robo Recall ist auch gut. Ist auch so eine virtuelle Schießbude. So ein bisschen wie Morhun 3.0, also cooler, weil Roboter und im dreidimensionalen Raum und überhaupt und sowieso. Und sonst gibt's, es gibt noch so wahnsinnig viele andere Spiele und Erfahrungen, das alles zusammen. Das Tanzspiel war auch gut. Ich glaube, das hieß Dance Central. Da tanzt man quasi dann wirklich gerne das YouTube-Video. Perfekt, da haben wir es. Ja, Frau und Kind haben sich schon königlich amüsiert. Ja, siehst du, da aber, wollen wir das auch. Ich glaube, gleiches Recht für alle. Ja, ja, man tanzt quasi gegen sein eigenes Spiegelbild an. Also man kriegt was vorgetanzt und muss das nachtanzen. Okay, wir freuen uns drauf. Also das wird dann den Artikel ergänzen, nehme ich mal stark an, ne? Auf maclife.de. Also da bin ich hoffe ja nicht, wie gesagt. Also da bin ich ja immer so ähnlich davor wie Sebastian bei den Sprachassistenten. Ich glaube ja nicht so richtig daran, ne? Weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen. Also Steve Jobs hat mal angesprochen darauf, als damals der iPod noch eins der Hauptgeräte von Apple war, als dann die Videofunktion dazu kam, ob es eine Videofunktion geben würde, da hat er ganz schlau gesagt, es gibt keinen Kopfhörer für die Augen. Und das finde ich schlau. Und so sehe ich das eigentlich nach wie vor. Ich finde diese VR-Anwendung doch eher so im medizinischen Bereich und so weiter. Im privaten Bereich, da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, so ein Ding aufzusetzen. Ist es denn im Augmented Reality? Es ist ja auch eher ein Unterhaltungsmedium in dem Sinne. Mhm. Also für Anwendungen, ich glaube, das ist auch der Punkt, warum Apple das Ganze vielleicht verkackt hat oder ganz wissentlich die Prioritäten anders setzte in Richtung Augmented Reality, ist, dass du da einen höheren Nutzwert draus hast. Virtual Reality ist für mich in erster Linie Unterhaltung. Und das zeigt auch das Softwareangebot. Also ich glaube, so in Anführungszeichen ernsthaftige Anwendungen, und damit meine ich jetzt nicht Netflix oder YouTube, das geht ohnehin, gibt es, glaube ich, ich müsste lügen. So konkret dran erinnern kann ich mich nur an Virtual Desktop. Das ist quasi, du holst dir deinen Windows-Schreibtisch in die virtuelle Realität, aber hast im Prinzip einfach nur einen riesengroßen Desktop vor deiner Nase. Das ist jetzt vom Nutzwert her, glaube ich, eher unter Spielerei zu verbuchen, statt unter dem nächsten großen Ding. Von daher, wie gesagt, wer mit der Erwartungshaltung rangeht, dass einem die Oculus Quest oder VR im Allgemeinen irgendwie als Arbeitsgerät oder sowas dienen kann, das ist Spielzeug, aber ein nettes Spielzeug und ein Spielzeug, das vieles anderes macht als man es bisher gewohnt war. Und dadurch, dass halt eben die Einstiegshemmnisse ganz, ganz klar reduziert wurden, Komplexität und Preis, denke ich, dass das durchaus mehr Leute jetzt ansprechen wird. Und Durchbruch ist immer relativ. Ich glaube, es bleibt eine Nische, aber die Nische wird größer werden. Wir haben ja auch ein bisschen rumgespielt. Zwar nicht mit virtueller Realität, sondern mit der erweiterten Realität, AR. Das Leser der MacLife werden das mitbekommen in der kommenden Ausgabe der MacLife, die wir, wie ihr vorhin schon gehört habt, heute in den Druck gegeben haben. Haben wir sie jetzt abgegeben? Ja, haben wir sie, ja. Noch, wie ist der Stand? Im laufenden Betrieb habe ich sie noch freigegeben. Der Drucker hat also angefangen. Ihr wart live dabei. Jetzt geht's. Abgefahren. Quasi.
Die erscheint dann Anfang Juni, ich glaube am 4. Juni, 6. Juni, so in dem Dreh. Ja. An dem Donnerstag. an dem Donnerstag. Ja, wie früh die Mickey Maus. Am 6. Juni. Am 6. Donnerstag. Am 6. Juni findet ihr sie. Kiosk im Briefkasten. Die wird. Der 6. ist auch ein Freitag, oder? Nee, ist ein Donnerstag. Donnerstag. Und bei Readly. Okay. Und bei Readly natürlich. Ich bin raus. Klar. Wird Augmented Reality Inhalte beinhalten. Also wir haben da an mehreren Seiten im Heft gibt es so ein kleines Logo, was da oben platziert ist, und man kann dann mit einer App, komme ich gleich zu, diese Seite quasi scannen und sieht dann in seinem iPhone zusätzliche Inhalte. Das werden hier und da mal 3D-Modelle von Geräten sein, das werden mal Fotos sein, das werden mal Videos sein. Und das haben wir uns nicht selbst alles hier zusammengeschustert, sondern wir haben es zusammengetan mit einer Firma aus Hamburg, die heißt Augmality, als so eine Zusammenführung von Augmented und Reality. Und ich habe mich zusammengesetzt mit Jasmin Wollesen, das ist die Geschäftsführerin da, und habe mit der darüber gesprochen, was wir eigentlich machen in der MacLife, was man noch machen könnte, was mit deren App Privatpersonen eigentlich machen könnten in diesem ganzen Bereich AR. Und das Interview hört ihr jetzt. Ich habe mich heute verabredet mit Jasmin Wollesen. Jasmin, wer bist du und was machst du eigentlich? Oh, wer bin ich, was mache ich? Das ist eine gute Frage. Hallo Sebastian. Ich mache relativ viele Sachen im Startup-Bereich schon seit mehreren Jahren und beschäftige mich ganz viel mit modernen Kommunikationssoftware und Kommunikationstools und Produkten. Wir haben da mehrere Sachen entwickelt. Ich bin Autorin auch noch, Self-Publisherin in dem Bereich viel unterwegs, interessiere mich deswegen auch sehr für Zeitschriften und Verlage. Und so sind wir uns ja auch irgendwie über drei Ecken über den Weg gelaufen. Genau, weil du hast mit deiner Firma Augmality ein Produkt am Start, was besonders für Verlage, sowohl Buchverlage, aber auch Magazinverlage, wie wir es sind, interessant ist. Der Name lässt sich schon ein bisschen vermuten, dass es Richtung Augmented Reality geht. Wollen wir einmal nochmal kurz umreißen, was das eigentlich ist, für die Menschen, die es noch nicht gehört haben vielleicht? Ja, gerne. Also Augmented Reality ist ja die Verbindung zwischen realer und virtueller Welt. Viele kennen vielleicht dieses Spiel noch, das vor ein paar Jahren rauskam, Pokémon Go, dass man kleine Figürchen im Pokémon-Reich fangen konnte in der realen Umgebung. Aber Augmented Reality kann auch noch viel mehr. Also es kann Objekte verknüpfen mit Videos, mit Audios und das auf eine recht einfache Art und Weise und ersetzt hoffentlich irgendwann auch den QR-Code, weil einfach viel mehr möglich ist. Tatsächlich, also dieser QR-Code muss auch dringend weg. Wir haben den ja auch nach wie vor verschiedentlich im Heft drin. Aber einmal so, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, so eine gut gelesene Ausgabe MacLife hat so print und digital knappe 60.000 Leser. Und so ein häufig gescannter QR-Code kommt dann schon so auf 250, 300 Aufrufe. Das ist echt beschämend. Von daher, wir brauchen dringend was Neues. Und das macht ihr jetzt, richtig? Genau, es ist halt auch dadurch, dass wir im Literatur- und Entertainment-Bereich auch unterwegs sind mit Applikationen, beschäftigen wir uns auch viel mit Sachen, die halt gehen und die funktionieren und die es so gibt. Und da lief uns auch irgendwann Augmented Reality über den Weg. Und da haben wir einfach geschaut, wie geht das, wie kann man das anwenden, auch für verschiedene Bereiche. Was sind da die Preise? Und das war alles noch recht holprig. Also sowohl die Agenturen, die das angeboten haben, haben hohe Preise aufgerufen, als auch die Bedienbarkeit war nicht besonders freundlich, benutzerfreundlich. Und da haben wir uns halt überlegt, wie können wir das anders gestalten? Wie können wir das so gestalten, dass das auch Unternehmen selber nutzen können oder auch Privatleute selber nutzen können und das so einfach wie möglich? Und haben dann angefangen, selber was zu bauen. Und das macht sehr viel Spaß. Also man kann halt einfach Objekte fotografieren, die Fotos hochladen und die dann halt entweder mit einem Inhalt, sprich ein Video, eine Audiodatei, einen Link zu einem Shop oder auch einem 3D-Modell verknüpfen oder aber auch mit mehreren Inhalten. Und das wird dann halt richtig interessant, wenn man ein Objekt fotografiert hat und mehrere Inhalte darauf hat und die auch tauschen kann, so oft man möchte. Das ist auch das, was die Leser der zum Zeitpunkt des Interviews noch kommenden Ausgabe der MacLife dann auch da erleben werden. Denn wir haben da so eine kleine Kooperation gestartet. Das heißt, auf diversesten Seiten im Heft wird es ein kleines entsprechendes Logo geben. Und diese Seiten kann man dann mit eurer App, die kostenfrei verfügbar ist, quasi scannen. Sagt man dann scannen? Ja, schon, oder? Genau, ja. Ja, und bekommt dann Bonusinhalte angezeigt. In unserem Fall
werden das Fotos, Videos und 3D-Objekte sein. Was, glaube ich, das Spannendste sogar sein könnte, für, zumindest für unsere Leser. Auf jeden Fall. Dass man sich dann einzelne Geräte und sei es halt Apples neue AirPods so mal in 3D im Raum angucken kann und halt nicht nur über die platten Fotos sieht. Aber wahrscheinlich zielt ihr ja nicht nur auf Technikmagazine wie wir, wo sich irgendwie die, der Nutzen automatisch erschließt und wo auch die Leserschaft, glaube ich, sehr offen dafür ist. Wie kann das aussehen für Magazine, die technikfremder sind? Also zum Beispiel machen wir jetzt auch gerade was im kulinarischen Bereich. Das ist auch ganz interessant. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Magazin habe über Food oder Drinks, da kann man dann die Rezepte verknüpfen. Man könnte direkt die Inhalte bestellen, in den Einkaufswagen legen und die geliefert bekommen. Man kann die Rezepte täglich tauschen. Man kann halt zeigen, so hinter den Kulissen, wie entsteht meinetwegen ein Wein, wie wird er angebaut. Und man kann einfach mit einem gedruckten Magazin die Inhalte halt so aufwerten, dass das Medium an sich sich nicht verändert, aber es interessanter und spannender noch gestaltet werden kann. Und das ohne so großen Aufwand. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wie das, wie man es am besten handhabt mit digitalen Magazinen? Weil das ist, da haben wir in der Redaktion schon über diskutiert, denn wir haben einen Großteil unserer Leser liest die MacLife inzwischen digital, entweder in unserem eigenen Kiosk oder bei Readly etc. pp. Wo das Ganze ja vermutlich schwieriger zu lösen ist, wenn man dann zwei Geräte auf einmal braucht, das um Augmented Reality nutzen zu können. Genau, das ist leider so. Also es geht natürlich auch schon, wenn ich jetzt an meinem Laptop lese oder an einem iPad oder sowas und mein Handy dann darauf halte, wird das auch erkannt. Das ist also egal, ob das Medium jetzt ausgedruckt vor mir liegt oder ob das digital ist. Aber klar, im Moment brauche ich halt schon noch zwei Geräte. Da gibt es schon noch die Lösung, das webbasiert zu machen. Da arbeiten wir auch gerade dran, dass man dann einfach über einen neuen Link dann das 3D-Modell auch sieht oder verschiedene Inhalte sieht. Das geht schon, aber im Moment es ist noch ein bisschen schwieriger, das dann zu lösen. Geht aber auch tatsächlich für die Leser von Romanen, wenn man jetzt so einen Tolino oder Kindle Reader hat. Da ist es auch so, dass da der Tolino zum Beispiel unterstützt gar keine Videos und Audios. Und da ist es schon auch so, dass man da sein Handy draufhalten kann und Zusatzinhalte verknüpfen kann. Und das macht es dann auch wiederum dann doch spannend für den digitalen Bereich. Ist das bei Romanen, die Frage kommt mir jetzt gerade zum ersten Mal, ehrlich gesagt, ist das dann nochmal komplexer? Weil wenn ich jetzt so eine Doppelseite in der MacLife anguckt, die ist halt relativ klar strukturiert. Da gibt es hier ein Bild, da ein Bild, es gibt ein paar Textkästen. Man erkennt die relativ einfach wieder. Aber wenn ich einen Roman habe, ist es ja an sich schon einfach nur weiße Seite mit viel Text. Und wenn ich das auch noch digital habe und die Leser da auch noch die Schriftgrößen verändern können etc., dann ist es ja noch schwerer, Seiten wieder zu erkennen. Muss man denn da so mit so speziellen Markern arbeiten oder wie macht man das? Genau, also könnte man halt mit Markern arbeiten oder halt, wenn die Schriftgröße fest ist. Also man hat halt immer, das Objekt wird fotografiert und dann eingescannt quasi und daraus wird ja der Code dann generiert, der dann die digitalen. Und da ist dann die Größe auch erstmal, wenn ich da zwei Sätze zum Beispiel verknüpfe, erstmal egal. Und da kann ich trotzdem digitale Inhalte hinterlegen. Das ist zum Beispiel bei Fachbüchern toll, ne? Oder auch bei Romanen macht es das natürlich auch spannend, wenn man dann noch im Hintergrund dann Video sieht oder wenn der Autor vielleicht mal eine Stelle vorliest oder aus dem neuen Buch was erzählt. Also auch das ist schon machbar. Fachbücher, da sagst du was. Das war natürlich immer mein großer Schmerz. Ich habe irgendwann, keine Ahnung, vor, ich sag mal, 10 Jahren ungefähr, für eine Zeit lang aufgehört, Papierbücher zu lesen, weil ich von diesem Amazon Kindle schon sehr überzeugt war. Und bin dann von dabei wieder weggewechselt zum iPad, um da zu lesen, weil ich relativ viele Fachbücher gelesen habe. Und Fachbücher erfordern halt häufig dann irgendwie Farbe, was diese E-Reader noch nicht können. Von daher wäre das auch eine ganz coole Kombination tatsächlich, dass ich dann fortan Fachbücher auch auf dem Kindle lesen kann, wo man einfach ein Gerät, was das Leseoptimiert ist, ständig dabei hat. Genau. Und dann die Zusatzinformationen, die paar, die ich tatsächlich mal irgendwie in Farbe oder in Bild oder sowas brauche, dass man sich die dann auf dem iPhone anguckt. Genau, das finde ich spannend. Direkt eingeblendet, ne? Das ist halt das ist halt das Schöne daran. Und es ist halt auch so bei manchen von den Anbietern, ich sage jetzt nicht bei welchem, nicht, dass ich da was Falsches erzähle, aber es ist halt auch so, dass den Autoren das von den Tantiemen abgezogen wird. Also wenn du eine gewisse Megabit-Größe überschreitest bei dem Einstellen deiner Manuskripte, wird dir halt, wenn das viel Bildmaterial zum Beispiel ist, wird dir das anteilsmäßig abgezogen. Und das macht dann deswegen keiner. Und deswegen ist es halt sinnvoll, wenn man was erweitern will, auf so eine Technologie zurückzugreifen, weil dann sind deine Tantiemen die gleichen, du hast trotzdem die Zusatzinhalte. Das ist ja völliger Wahnsinn, das wusste ich gar nicht. Doch, doch. Das ist echt so.
wo wir halt gerade hinwollen, wir haben halt auch noch ein neues Produkt, was wir gerade machen. Das ist ein bisschen so eine Chat-Story-App. Und da wollen wir auch im nächsten Schritt Augmented Reality-Inhalte einbauen und das dann halt Storytelling tatsächlich 3.0, weil du dann halt eine Nachricht bekommst oder in dem Text selber, den du antippst, in den Chats, die du liest, erlebst du Augmented Reality-Inhalte so ähnlich wie Pokémon Go. Du bist in deinem Raum drin und dann kommt auf einmal jemand durchgelaufen oder erschreckt dich und so. Und das ist dann tatsächlich eine ganz, ganz neue Art von Erzählen. Ich denke auch, dass das gerade so ein bisschen ankommt auch tatsächlich. Ich weiß gar nicht, warum das so lange gedauert hat, weil die Technologie an sich ist ja schon recht lange recht gut. Aber man sieht jetzt so, vor allem in diesem letzten halben, Dreivierteljahr, würde ich sagen, kommen immer mehr wirklich auch sinnvolle Apps raus. Klar, du hast vorhin schon Pokémon Go gesagt, neue Technologien funktionieren häufig zuerst über Spiele wirklich gut. Ja. Aber wovon ich auch wirklich beeindruckt war, ist, hast du die WDR-App gesehen, mit den Kriegskindern? Ja, das ist eine ganz tolle App. Genau, und das ist halt was ich halt auch total interessant finde, dass in unsere Sachen, die wir so haben im Literaturbereich, das auch zu integrieren und sowas auch zu machen, ne? Weil das ist echt ein ganz tolles Storytelling und das macht richtig Spaß, das auch auszuprobieren. Und es ist machbar. Und warum das noch nicht so lange ist, dass das so genutzt wird, ist eben, weil die Handykameras ja auch erst seit einer gewissen Zeit diese Inhalte überhaupt erkennen. Das wird auch immer besser in den Betriebssystemen, sowohl bei Apple als auch bei den Android-Geräten. Aber das gibt's halt noch nicht so lange, dass die Endgeräte das wirklich halt können. Und deswegen wird es jetzt halt interessant. Vielleicht bin ich einfach auch zu verwöhnt, weil ich ja hier als Chefredakteur bei der MacLife, dass das schwere, schwere, tragische Los habe, immer aktuelle iPhones haben zu müssen, dass ich das gar nicht mitbekommen habe, dass es vielleicht in der breiten Masse ein bisschen länger gedauert hat. Wahrscheinlich. Deswegen finde ich es auch ganz toll, mit euch sowas auszuprobieren, weil ihr da auch wirklich sehr innovativ seid und auch Lust habt auszuprobieren. Also wir freuen uns da sehr drüber. Ich denke auch, das ist eine ganz coole Partnerschaft, weil man halt wenig erklären muss und einfach viel wirklich auch Experimentelles ausprobieren kann, weil ich glaube, es ist schwer, unsere Leser dazu vergraulen oder zu überfordern. Das mag bei anderen Titeln anders sein. Bin sehr gespannt, was die sagen. Ich auch. Wir haben es ja zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hier noch beide noch nicht gesehen und noch nicht gehört, was da so kommt, aber ich bin frohen Mutes. Ich auch, also ich freue mich sehr. Was ihr aber auch vorhabt, beziehungsweise schon eigentlich auch am Start habt, ist, dass das nicht nur Verlage nutzen können, sondern auch Privatpersonen, richtig? Genau, im Moment ist das noch so. Wir müssen halt schauen, wie das halt so von den rechtlichen Bestimmungen halt weitergeht. Aber ja, also sollen sie schon, weil ich das auch ganz interessant finde, wenn man zum Beispiel Postkarten aus dem Urlaub verknüpft mit einem Videogruß oder irgendwie so. Entschuldigung, warte mal. Oh nee. Wenn man Postkarten aus dem Urlaub verknüpft, zum Beispiel mit einem Videogruß, oder wenn man halt kleine Notizen schreibt und da halt Inhalte hinterlegt. Das sind halt so Sachen, die wir für den privaten Bereich auch ganz interessant finden. Oder Fotos zu verknüpfen mit einer Audiobotschaft oder einem kleinen Videogruß. Das sind so Sachen, die für die privaten Leute ganz interessant sind. Auf jeden Fall. Das wäre nochmal, gerade Postkarten ist, glaube ich, so ein Thema, nochmal ein völlig neues Niveau davon. Weil ich denke, wenn ich auch im Freundeskreis so gucke, das Versenden von Postkarten an sich ist immer so ein bisschen weniger geworden. Das ist in den letzten Jahren ein bisschen mehr geworden, seit es da wirklich brauchbare Apps für gibt, mit denen man Postkarten selbst schnell designen kann und die dann auch nicht erst in 3 Wochen ankommen, sondern auch relativ zeitnah. Aber wenn ich da jetzt noch die eigene Botschaft mit dranhängen kann, ist ja nochmal cooler. Aber die Frage, du hast gerade schon rechtliche Situationen angesprochen, vielleicht ist es genau das, worauf ich hinaus möchte. Wie verhindert man denn, dass sich jetzt irgendjemand die MacLife schnappt, das Cover abfotografiert, das hochlädt und da keine Ahnung, irgendein anstößiges Material hinterlegt. Das ist schon so, dass wir Filter in unserer Datenbank haben, die darauf aufmerksam machen. Und wenn man Bilder halt schon einmal verknüpft hat, das spricht, wenn ihr euer Magazin verknüpft habt, kann das kein anderer mehr machen. Also es fliegt sofort raus. Und klar, sonst muss man mit Filtern arbeiten. Ne? Und wir haben natürlich auch noch Menschen dahinter, die sich das auch anschauen, dass da kein Quatsch passiert. Aber es ist tatsächlich nicht ganz so einfach nachvollziehbar. Es ist aber in jedem Portal so. Also auch bei Facebook oder YouTube oder sowas, die brauchen ja auch irgendwann Filter jetzt, um sicherzustellen, dass da keine Inhalte hochgeladen werden, die gegen irgendwelche Normen und Regeln verstoßen. Ist sowas tatsächlich leistbar oder ist man dann da als Startup eigentlich gleich schon wieder draußen, wenn man vor solche Aufgaben steht?
Also im Moment ist es noch leistbar, weil halt Artikel 13 bzw. 17 ja auch noch nicht greifen. Und im Moment ist es ja noch so, dass wenn die Privatleute Inhalte einstellen, müssen sie auch die AGBs akzeptieren. Das heißt, sie dürfen auch eigentlich keine Urheberrechtsverletzung machen, ob sie es denn tun oder nicht. Dafür braucht man halt Filter und Menschen, die sich das anschauen. Aber sobald sich das ändert, irgendwann wird es natürlich schwieriger, klar. Das heißt, dass das Ziel muss sein, dass ihr bis diese Artikel tatsächlich ratifiziert sind, hinreichend groß seid, dass euch keiner mehr was kann. Genau. Aber daran arbeiten wir jetzt ja quasi gerade gemeinsam. Ja, sehr schön. Wo geht die Reise so hin? Also zum einen für euch, was habt ihr noch so da in Planung in der Richtung und wo siehst du die Zukunft von Augmented Reality so insgesamt? Also wir machen auch noch Einzelprojekte neben dem Produkt Augmentity, was wir haben. Also zum Beispiel in der Reisebranche, da ist es auch ganz interessant, Hotels oder Schiffe oder sowas schon vorab anzuschauen, darüber zu gehen. Und dann wird ja halt erklärt, ähnlich wie in der BDR-App, in dem Raum selber, was da passiert. Das sind halt so Projekte, die wir jetzt gerade anfangen. Und Augmentity, das ist einfach der Wunsch von uns gewesen, diese wirklich tolle Technologie, die jetzt gerade erst so richtig den Markt erobert, auch jedem zugänglich zu machen. Also sowohl Privatleuten als auch mal kleinen Unternehmen und mittelständischen Unternehmen, die sich sonst vielleicht, wenn sie zu einer großen Agentur gehen und Projekte realisieren müssten, einzelne das gar nicht leisten könnten. Und das ist halt so der Anspruch, den wir halt gerne leisten würden. Hast du, möchtest du was zum Preismodell sagen an der Stelle? Da gibt es verschiedene Paketpreise. Ne? Also das ist für die, was halt Geld kostet, sind halt nicht die Dateimengen, sondern es sind die Klickraten. Das ist tatsächlich so. Und deswegen ist es auch für Privatleute wesentlich günstiger, beziehungsweise da wollen wir es eigentlich so, dass man immer ein Objekt auch kostenlos mit Inhalten verknüpfen kann, weil ich das wirklich toll finde, die Leute da auch ein bisschen ausprobieren zu lassen. Und für die mittelständischen und kleinen Unternehmen gibt es dann eben Paketpreise, die fangen aber auch bei einem Visitenkartenpaket zum Beispiel, weil das ist auch toll, man kann die Visitenkarte verknüpfen mit einer VCF-Datei, dann hat man Telefonnummer, Wegbeschreibung und so, alles interaktiv auf der Karte selber. Das fängt dann so bei 4,90 Euro, 6,90 Euro im Monat an, das ist nicht wirklich viel. Also mit Augmentity wollen wir halt wirklich eher so ein bisschen ja ins Massengeschäft gehen und das auch anderen Unternehmen ermöglichen, die eben nicht die Möglichkeit haben, eigene Projekte da zu machen und wahnsinnig viel Geld dafür auszugeben und auch so einfach in der Bedienbarkeit wie möglich. Das ist auch eine spannende Idee für mich tatsächlich persönlich, dass ich meine Visitenkarte mit einem netten Video verbinde, indem ich den Leuten erkläre, ja, auf der Visitenkarte steht eine Telefonnummer drauf, aber ich bin wirklich schwierig zu erreichen, schick mir eine Mail. Zum Beispiel. Also Visitenkarte hat ja auch zwei Seiten. Wir machen das mit unseren Visitenkarten so, dass wir die Vorderseite eben mit der VCF-Datei verknüpfen und dann ist eben alles interaktiv, was wir da so eingestellt haben und die Rückseite eben auch mit einem Video. Und das kann ich ja auch tauschen, so oft ich will. Ne? Also wir arbeiten auch gerade daran, dass die User, die sich das anschauen und nur derjenige, der deine Visitenkarte hat, kann sich den Inhalt auch anschauen. Und nur derjenige, der natürlich jetzt die MacLife gekauft hat oder erworben hat, kann sich auch die Inhalte anschauen. Das ist dann halt so, das sieht dann ja nicht jeder. Ne? Und ich kann die Inhalte halt so oft tauschen, wie ich will. Und wenn die Leute dann sehen, oh, Sebastian hat einen neuen Inhalt eingestellt, weil gerade was ganz Tolles passiert, ist das halt auch echt spannend. Und da bekommt so ein gedrucktes Medium eben auch eine ganz andere Wertigkeit. Gibt es denn da so eine Update-Funktionalität? Also wenn du jetzt die MacLife gekauft hast, die jetzt demnächst erscheinende, und nach zwei Monaten entscheide ich als der Herausgeber, wir ändern da nochmal ein Video oder fügen wir irgendwas Neues hinzu. Gibt es eine Möglichkeit, dass man dann quasi das in Augmentity, ich sag mal, abonniert, damit ich auch mitbekomme, dass sich was geändert hat? Genau, also das ist jetzt das Nächste, an dem wir arbeiten. Also wir machen das so Schritt für Schritt, aber das werden wir bis in zwei Monaten werden wir es sicherlich geschafft haben. Also da kann man dann auch sagen, wenn man Push-Nachrichten erlaubt, ne, dann kann man halt sagen, okay, ich möchte jetzt, wenn bei der MacLife ein Inhalt getauscht wird, möchte ich eine Push-Nachricht erhalten. Und dann weiß man eben auch, da ist ein neuer Inhalt drauf, ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich wirklich, wirklich spannend. Gerade auch dann für Magazinverleger und Redaktionen und so, um so ein bisschen mehr in Kontakt zu bleiben mit den Leuten, dass man das Gefühl hat, dass man wie online ja auch, wo sich Artikel ständig ändern und aktualisiert werden, dass man mit so einem Magazin nicht von vornherein eine Schnappe Papiermüll gekauft hat, sondern dass das auch nochmal in, keine Ahnung, ein Vierteljahr, ein halben Jahr, was auch immer, mir was Neues präsentieren kann. Oder deswegen nicht in den Altpapiercontainer geben, weil das könnte noch was Spannendes damit passieren. Das ist ein total gutes Verkaufsargument. Das muss ich irgendwie noch einbringen. haben wir noch was vergessen zum Thema Augmentity? Ich glaube nicht im Moment.
Das heißt, Menschen, also muss man gesagt haben, Privatpersonen können das jetzt auch schon ausprobieren mit der App. Genau, im Moment ist es auch noch so, dass in ein paar Wochen, dass man bis zu 5 Inhalten hochladen und ausprobieren kann, weil wir wollten den Leuten, weil das Thema eben doch noch recht neu ist, gerade in Deutschland, in den USA sind die dann schon wieder ein bisschen weiter, die Möglichkeit auch geben, einfach mal zu gucken, was ist denn das, was kann ich damit machen. Und werden jetzt so nach und nach unsere Modelle umstellen, aber wie gesagt, für Privatleute wird es auch immer eine kostenlose Version geben, weil wir es einfach toll finden, dass die halt auch damit was machen kann. Ne? Auch so einen schönen Gruß an die Oma zum Beispiel. Wir hatten jetzt auch jemanden, der hat im Kindergeburtstag so eine Schnitzeljagd damit gemacht und Objekte verknüpft und Kinderzeichnungen und so. Und die Kinder haben das tatsächlich alle selber hingekriegt. Das war wirklich toll. Da habe ich auch gar keinen Zweifel dran, dass das mit jungen Menschen, gerade auch Kindern, das ist, glaube ich, keine Hürde. Nee, die können. Ja, ich glaube, ja, das ist in allen Bereichen immer erschreckend zu sehen, wie schnell so Technologien eigentlich in Kinderhänden gut aufgehoben sind. Obwohl also auch tatsächlich, wenn die Leute das dann verstanden haben, wir waren jetzt mit Augmenity auch auf der Leipziger Buchmesse, weil wir da mit einem anderen Produkt auch sowieso waren und haben dann gesagt, wir probieren das mal aus und hatten da auch zwei ältere Damen, die waren bei uns am Stand und haben sich das erklären lassen und die haben das dann verstanden und ausprobiert und auch am Gewinnspiel teilgenommen, also richtig toll. Also es war wirklich klasse. Man darf das auch nicht, ich habe das auch häufig im Kontakt mit Lesern, man darf nicht vergessen, dass, oh Gott, wie formuliert man das am besten, dass die Alten ja auch jünger werden. Also die Menschen, die heute so um die 70 sind, sind halt nicht dieselben Menschen, die vor 15 Jahren, als ich noch jung und jugendlich war, 70 waren. Das heißt, Menschen, die jetzt in Rente sind, sind ja in Teilen auch schon mit Computern und zumindest Mobiltelefonen durchs Berufsleben gekommen und sind da viel, viel näher dran, als das vielleicht so, dass das Bild von den Alten in den Köpfen von Menschen ist. Ja, absolut. Und vor allen Dingen sind auch ganz viele halt immer noch sehr interessiert. Und das finde ich wirklich toll. Ne? Also ich fand das ganz toll, dass sich da wirklich durch die ganzen Altersgruppen hindurch Leute bei uns hingestellt haben und sich informiert haben, was ist denn das? Was macht ihr denn da? Das finde ich wirklich interessant, weil das ist ja doch auf den ersten Blick, also wenn man nur den Namen erstmal hört, klar, wenn im Thema drin ist, kann man sich aus Augmenity, Augmented und Reality sicherlich ableiten. Das ist aber sicherlich nicht jedem gegeben, das sofort zu erkennen, in welche Richtung das gehen könnte. Von daher ist glaube ich, schon mal ein ganz cooler Achtungserfolg, wenn Leute da aktiv auf euch zukommen und dann nach den ersten zwei Sätzen nicht wieder weggehen. Ja, also nee, das fand ich wirklich toll und das war auch schön zu sehen, dass das Interesse einfach da ist und es ist halt auch wirklich eine tolle Technologie, also es hört sich vielleicht ein bisschen hochtrabend an, aber ich finde, das ist schon vergleichbar auch mit der Entwicklung des Internets. Das Internet gab es halt auch schon ganz lange, es wurde zu Forschungszwecken entwickelt, dann wurde es halt irgendwie zu geschäftlichen Zwecken eingesetzt und dann kamen halt die ersten Websites und die Unternehmen haben gesagt, wozu brauchen wir sowas? Wir brauchen eigentlich gar keine Website, wir stehen ja im Telefonbuch so und dann kam Agenturen, die gesagt haben, ne, wir machen euch das, wollt ihr es nicht doch haben? Das waren halt recht hohe Preise. Und dann gab es das auch irgendwann günstiger und die Leute konnten das zum Teil selber oder die Unternehmen haben selber Leute eingestellt, die Webseiten gebastelt haben. Und das in dem Bereich passiert das jetzt auch gerade so ein bisschen so. Die Wahrnehmung steigt, das Tal ist ein bisschen durchschritten. Es kommen halt Agenturen, die wirklich hohe Preise aufrufen. Und wir wollen das gerne anders machen, weil es geht anders. Ganz bestimmt. Und Augmented Reality ist, glaube ich, auch der richtige Weg, wo jetzt in den nächsten Jahren was leistbar sein wird und wo auch was zu holen sein wird für Unternehmen, die da halt vorne mit dabei sind. Also entweder natürlich als Plattformanbieter oder als Unternehmen sich da jetzt schon positionieren mit Inhalten. Ja, klar. Und wenn die Kameras dann irgendwann selber das erkennen, ohne dass man halt einen Viewer braucht, also im Moment ist es so, man braucht eben noch ein Abspielgerät, das ist so ein Viewer, den man dann in den Apple oder Google Play Store runterladen kann. Und wenn man das dann irgendwann nicht mehr brauchen sollte, ist natürlich noch viel interessanter. Hast du eine Idee davon, wie das funktionieren könnte? Also mit QR-Codes, die jetzt in Kameras funktionieren, ist es ja relativ einfach, weil diese QR-Codes ja nun recht deutlich zu erkennen sind. Aber wenn ich mit Augmenity, keine Ahnung, jeden Gegenstand, den ich in meinem Haus habe, letztlich ja verknüpfen könnte mit Inhalten, es müsste ja quasi eine gemeinsame Datenbank dahinter geben. Natürlich, also die Betriebssysteme der Handys, die müssen das irgendwann können, weil ich weiß halt, dass da auch schon dran gearbeitet wird. Und bei Gegenständen jetzt in deinem Haus oder meinetwegen bei einer Hausfassade, auch interessant bei einer Schiffsfassade, die neu lackiert werden muss, da kann man tatsächlich so einen Marker setzen.
Man kann halt Marker setzen und es gibt dann Leute, die dir dann folgen, für die du das freigeschaltet hast und kannst halt immer an dem Objekt Notizen hinterlassen. Das ist zum Beispiel auch für so Facility Manager in Bauunternehmen oder sowas ist das total interessant, weil es gibt so viele Sachen, die da eingebaut worden sind und woher weiß ich, welches Reinigungsmittel ich dafür brauche, welche Ersatzteile ich dafür brauche und das geht alles. Und das macht es dann richtig spannend. Ne? Also wenn die und die Betriebssysteme, die werden irgendwann soweit sein, dass man nicht mehr unbedingt eine Applikation braucht, sondern dass die Kamera das sofort erkennt. Und auch das könnte ich mir im privaten Umfeld sogar gut vorstellen, weil ich erinnere mich früher daran, als ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe, so die wirklich wichtigen Notizen hat meine Mutter immer am Kühlschrank hinterlassen, weil da sowieso jeder dran vorbeikommen musste, früher oder später im Laufe des Tages. Und das könnte man natürlich auch damit lösen. Absolut. Ne? Oder man schreibt dann irgendwie einen Zettel, Sebastian, räum bitte dein Zimmer auf und du kriegst jedes Mal eine Nachricht, wenn du an deinem Zimmer vorbeiläufst, dass es immer noch nicht aufgeräumt ist. Auch das geht. Meine persönliche Hölle. Ja, du lachst, aber du kennst mein Zuhause auch noch nicht. Nee, keine Ahnung. Da würde sich vielleicht deine Freundin freuen, wenn sie da immer jede Minute reinschreiben könnte, Sebastian, dein Zimmer ist immer noch nicht aufgeräumt. Ne? Also von daher. Traumhafte Vorstellung. Ich glaube, das ist richtig, um etwas hier zu beenden. Nein. Ja, also ich glaube, das wird wirklich, wirklich spannend, so dass das Feld Augmented Reality an und für sich, aber auch Augmented an sich. Also ich glaube, wir werden ja gemeinsam sehen, wie das jetzt für uns so funktioniert mit der Mac Live. Mhm. Ich kann es mir aber auch wirklich sehr, sehr gut vorstellen bei diversen anderen Titeln, die wir hier im Verlag haben. Wir haben ja relativ viel rund um das ganze Food-Thema, was sicherlich auch davon profitieren könnte, wenn man quasi Videos in den Heften findet, also dann verknüpft mit den jeweiligen Artikeln. Genauso haben wir diverse Titel noch rund um Fotografie und um Musikproduktion und so. Und ich glaube, da geht wirklich viel. Ja, auf jeden Fall. Oder auch, dass man halt dann, weil gerade im Food-Bereich irgendwie auch die Zutaten, die man dafür braucht, auch schon in so einer Einkaufsliste speichern kann. So auch das ist alles möglich. Und das ist schon ganz interessant, wo die Reise da so hingeht. Also ich freue mich sehr, dass wir das mit euch ausprobieren können und mal schauen, wie die Leser das so finden. Genau, wir probieren das erstmal aus. Jeder, der dieses Interview hört, kauft einfach gefälligst mal den kommenden Mac Live und gibt dann ausführliches Feedback dazu, wie ihr das findet, was wir da zusammen gemacht haben, was es vielleicht auch noch an Wünschen gibt, was man anders oder besser machen könnte, kann ja auch nie schaden. Immer gerne, ja. Genau, oder schickt uns sonst auch Audiokommentare einfach für den Podcast hier. Das ist eigentlich das Interessanteste dann. Gut, ich glaube, wir haben das soweit. Es sei denn, dir fällt noch was ein, was wir dringend erwähnen müssten. Also mir fällt ganz viel ein, aber dringend erwähnen müssen wir das nicht. Na, erzähl. Nee, alles gut. Nächstes Mal. Nächstes Mal, das klingt gut. Gut, dann Jasmin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke dir. Und wir schnacken dann bestimmt nochmal, wenn das Heft dann, die ersten Hefte vielleicht auch draußen sind und wir erstes Feedback eingesammelt haben. Toll, ich freue mich. Das war gut. Bis dann. Tschüss. Gut, ciao. Das war das Interview mit Jasmin. Wenn ihr die neue Mac Live kauft und das Ganze ausprobiert habt, dann freuen wir uns sehr über Feedback. Das kann über zwei Kanäle passieren. Entweder ihr schickt uns eine Mail an redaktion@maclive.de. Das läuft dann hier in ein brandneues, tolles Ticketsystem, was sicherstellt, dass diese ganzen Mails noch zeitnah beantwortet werden. Oder aber es gibt ja immer noch diesen Anruf beantwortet, den wir hier mal eingerichtet haben. Ihr ruft uns einfach an. Was ihr da tun müsst, das hört ihr jetzt. Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole, 0431 200 766 705. Wir freuen uns so oder so auf Feedback. Ja. Und es haben schon Leute angerufen. Mehrfach haben so, wir hier auch eingespielt. Ja, okay. Ja, nein, ich dachte so. Also wir haben aber in letzter Zeit auch nicht mehr auf die Nummer hingewiesen. Ich höre das so gerne. Deswegen, glaube ich. Ja. Aber ruft an. Kann man demnächst anrufen, noch wenn man so ein Huawei-Telefon hat, Herr von Alverden? Telefonieren wird man damit noch können.
nur Sicherheitsupdates und andere Updates wird man damit wohl nicht mehr machen können. Was ist der Hintergrund? Die einzige Firma, die sich in verschiedenen Ländern verschieden ausspricht. Ne? Ja, genau. So, hier sagt man tatsächlich Huawei. In der Fernsehwerbung Huawei und ja. Im Original heißt es, glaube ich, Huawei. Ich glaube auch. Huawei nennt sich hier ja Huawei, deswegen sagen wir das jetzt auch einfach mal so und die Leute wissen dann auch, was ja, damit gemeint ist. Also, die selbst sagen das. Na, das ja, genau. Das ist der Gag. In der Werbung hier in Deutschland selber das neue Huawei P30. So. Huawei ist nicht nur Smartphone-Hersteller, die haben generell sehr, sehr viel so Mobilfunkgeschichten im Angebot und Vernetzung und Funk. Und in den Vereinigten Staaten hat ja Donald Trump sich mit China, ja, das hat er so als so sein Haupthandelskriegsziel auserkoren und streitet sich fleißig mit der chinesischen Regierung um irgendwelche Strafzölle und Einfuhren und Copyright-Geschichten und so. Und eine der Firmen, die dort sehr stark in den Fokus geraten sind, ist eben Huawei oder Huawei. Da, ja, aus verschiedensten Gründen. Aber eine der Punkte, die jetzt Donald Trump erlassen hat, ist, dass er verbietet, Firmen mit Huawei zusammenzuarbeiten und Verträge mit denen zu machen und ähnliche Dinge. Und eine der Firmen, die eben einen Vertrag mit Huawei hat, ist Google. Warum? Weil die Huawei-Smartphones mit Android ausgeliefert werden. Und Google hat jetzt angekündigt, aufgrund dieser Geschichte mit wir dürfen jetzt nicht mehr mit manchen chinesischen Firmen handeln und zusammenarbeiten. Deswegen können wir für Huawei leider auch in Zukunft keine Updates mehr anbieten. Und auch den Zugang zum App Store, Google Play Store wird gekappt und zu anderen Google-Diensten, das heißt sowas wie die Gmail-App und so, gibt es dann auf den Huawei-Smartphones nicht mehr. Heißt im Grunde, dass die Leute, die sich jetzt ein Huawei-Smartphone gekauft haben, vermutlich noch damit, niemand weiß es genau, vermutlich damit noch Updates bekommen. Allerdings erst, wenn diese in das sogenannte Open-Source-Projekt von Google übergegangen sind. Das ist quasi das letzte Ende der Update-Kette. Das letzte. Nicht das, ja, doch, es ist das letzte. Also, wenn ein Update von Google kommt, dann landet es zuerst auf den Google-eigenen Geräten, wird dann von den anderen Smartphone-Herstellern nochmal angepasst und umgearbeitet und von Mobilfunkanbietern und so, landet dann irgendwann auf Dritthersteller-Smartphone und dann landet es in diesem Open-Source-Projekt irgendwann nach einem unbestimmbaren Zeitpunkt. Und dann dürfte Huawei die auch benutzen und auf seine Smartphones spielen. Das dauert aber Ewigkeiten und es ist auch unklar, ob das für zukünftige Modelle überhaupt noch Android in irgendeiner Form gibt, die nutzbar wäre. Deswegen führt es in Deutschland zum Beispiel zu einigen Panikverkäufen bereits auf eBay. Herr Schack, wollen Sie was dazu sagen? Ich habe letzte Woche habe ich meinen Mobilfunkvertrag verlängert bei der Telekom. Und aus unerfindlichen Gründen, diese ganzen Promotion-Modelle verstehe ich tatsächlich einfach wirklich nicht, war es für mich günstiger, einen neuen Tarif zu wählen mit einem Smartphone als ohne Smartphone. Ich habe also einen Tarif gewählt mit einem Smartphone. Ich konnte in dem Tarif kein Apple-Gerät wählen. Es muss ein Android-Gerät sein. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt weißt du warum. Wenn du das ohnehin verkaufen willst, dann nimmst du doch das, was die Leute gerade geil finden. Mhm. Und habe dann in diesem Vertrag für einmalig einen Preis von 150 Euro so ein Huawei P30-Telefon in der Farbe Breathing Crystal gekauft. Hab noch in dem Laden stehen, ich habe natürlich, weil ich gerade in der Stadt war, meinen Vertrag im T-Punkt verlängert, da noch geguckt, was kostet so ein Telefon auf Amazon? 699, 750, 650 Euro, je nach Farbe tatsächlich irritierenderweise. Das ist ganz geil. Da nimmst du 150 Euro mit. 500 Euro kriegst du garantiert am Ende raus. Mal gucken. Und mal dann gucken, was die eBay-Typen da jetzt draus machen. Und dann haben dich die Nachrichten eingeholt. Ja, genau. Das Telefon erreichte mich, also das war nicht vorrätig dann im Laden, das Telefon erreichte mich dann am Samstag mit der Paketpost. Am Sonntag ist dieses Huawei, Google, USA, China-Ding explodiert. Glücklicherweise hat noch am Samstag irgendeine arme Sau
da 350 Euro drauf geboten auf dieses Telefon. Das heißt, ich werde es irgendwie nochmal loswerden, aber wahrscheinlich für einen geringeren Preis, als ich mir gedacht hatte. Wir können den Link ja in die Shownotes hauen, falls es jemand kaufen möchte. Wer mein persönlich, ich würde das auch, also es ist noch original verpackt, ist noch eingeschweißt. Shuckies Marktplatz. Legt auch einen MacLife-Aufkleber bei. Kannst es ja einmal anfassen, vielleicht hilft das. Hat jemand anders noch eine eBay-Aktion laufen, die er promoten möchte? Ja, ich finde es insofern schade, weil ich das P30 und P30 Pro tatsächlich ein extrem spannendes Smartphone finde. Aufgrund dieser doch genialen Kamera, die im Grunde alles andere, was im Smartphone-Markt im Moment verfügbar ist, in den Schatten stellt. Ich glaube, ein fünffacher optischer Zoom, ein zehnfacher Hybrid-Zoom, also optisch und digital zusammen, und bis zu 50-fachem Digital-Zoom. Kein anderes Smartphone kann da mithalten. Der Nachtmodus ist auch nochmal besonders, weil Huawei sich für einen neuen Sensor entschieden hat, der, glaube ich, statt grüne auf gelbe Pixel setzt, also einen unglaublich riesigen ISO-Wert hinbekommt, der abnormal ist, und der ist ja wichtig für Nachtfotografie. Das heißt, dieser Sensor ist unglaublich lichtempfindlich. Man kann also ähnlich wie beim Google Pixel Nachtaufnahmen machen, nur beim Google Pixel ist das ja mit KI. Die künstliche Intelligenz belichtet diese Bilder quasi nach, und beim Huawei P30 ist es aufgrund des Sensors, also das sind noch mal andere Bilder, die zwar ähnlich sind, aber auch noch mal eine andere Qualität haben, und das ist schon beeindruckend. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn ich kein funktionierendes iPhone 10 im Moment hätte, das wäre so ein Smartphone, wo ich drüber nachgedacht hätte, aufgrund der Kamera, und ich würde es mir jetzt nicht mehr holen, wenn ich weiß, ich kriege da keine Updates mehr für. Ist es nicht Wahnsinn, wie so politische Verquickungen, also das hatten wir das schon mal, dass politische Verquickungen zu solchen Erdrutschen führen? Das finde ich schon. Ich glaube, so konkret noch nicht. Also vielleicht auf einzelne Produkte bezogen, aber also Harley Davidson irgendwie. Jegliche Helme verbietet sich ja auch, denn diese Einfuhrzölle, die werden sich irgendwann ja auch auf die iPhone-Preise auswirken. Ja, und ich denke auch, dass, also das ist ja keine Einbahnstraße mehr. Unsere Welt ist ja globalisiert. Also ja, Huawei nutzt ein amerikanisches Betriebssystem, um mal in Donald Trump zu denken, aber welche Bauteile stecken da? Das kriegst du hin. Nee, kaum. Ich muss versuch's. Welche Bauteile stecken denn in sämtlichen Smartphones? Das sind keine amerikanischen oder zum Großteil nicht. Natürlich kommen einige Bauteile auch aus Amerika, aber der Großteil und vor allem das ganze Zusammensetzen findet in China statt. Und wenn die Chinesen jetzt sagen, komm, nachdem du uns diese Dings reingedrückt hast, machen wir halt 50% Strafzölle auf sämtliche Smartphone-Teile, ja, oder Ausfuhrzölle. Produzieren wir nur noch im Iran. Ja, genau. Und dann muss man sagen, hat Apple mit seine Preise für die iPhone-Modelle wohlweislich nach oben getrieben, damit sie für den Preis dann auch in Amerika produzieren können. Ich möchte nicht wissen, was ein iPhone kosten würde, wenn es komplett in Amerika zusammengeschraubt wird. Das heißt, es im Moment betrifft es Huawei-Geräte, und wenn dieser Streit weitergeht, könnte es ganz klar auch alle anderen Smartphone-Hersteller betreffen. Und dann, ja, dann sprechen wir nicht mehr nur noch über Software, sondern auch über Hardware, und das wird dann lustig, glaube ich. Zumal ich glaube, dass China doppelt an der Zollschraube dann drehen wird. Zum einen glaube ich tatsächlich, du hast recht, dass es dann auch an Ausfuhrzöllen nicht mangeln wird. Auf der anderen Seite ist natürlich, hat China ein großes Interesse daran, dass Huawei ein erfolgreicher Konzern bleibt. Ja. Also werden sie auch Einfuhrzölle auf andere Smartphones deutlich hochdrehen, damit das, was Huawei jetzt in den USA und vermutlich auch in Europa an Marktpräsenz verliert, sich in China zurückholen kann. Vielleicht ja sogar mit einem eigenen Betriebssystem. Und dann mal Prost Mahlzeit. Was laut Huawei-Vorsitzendem schon in Entwicklung war, schon seit ein paar Jahren. Und ich glaube, also niemand weiß, wie weit es ist und wie es aussieht. Und aber Achtung, es heißt Hongmeng OS. Hongmeng OS, okay. Aber ganz ehrlich, so wie ich Huawei einschätze, zur Not holt man die komplett Kopiekeule raus und, ne? Naja, aber dann sieht das halt aus wie Android, ist aber keins mehr. Mein Problem ist eher, dass es dann zu so einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wird, ne? Weil Huawei steht jetzt schon in der Kritik, das sind die Chinesen und die haben da ihre ganze Spionagesoftware in ihren ganzen Geräten drin. Mhm. Das gilt vor allem für alles, was die an Funktechnologie haben, also an diesen 5G-Infrastruktur. Wo man nochmal darauf hinweisen muss, bisher hat da keiner was drin gefunden. Nee. In dem Equipment, was ja die Amis verkaufen, Cisco und Co., hingegen schon.
Also gerade wenn ich in Europa jetzt so ein 5G-Netz aufbauen würde, ich würde eher beim Chinesen kaufen als beim Amerikaner, ehrlicherweise. Aber das wird ja auch, das spiegelt sich aber auch, also diese Anschuldigung in Endbenutzergeräten wieder. Mhm. Und bisher hat man das ja einigermaßen unter Kontrolle. Solange da halt ein Android draufläuft, hat man dann so ein bisschen die Möglichkeit, das überhaupt zu überprüfen, was da eigentlich so funktioniert und was da verändert worden ist und was nicht. Wenn jetzt dann Huawei in Europa und in den USA dann Telefone verkauft mit eigenem Betriebssystem, was in den USA dann machbar ist, ist eine andere Frage, aber dann wirklich Prost Mahlzeit, auch keine Ahnung, was da drauf ist. Den meisten wird es wie immer scheißegal sein. Ja. Und sie haben weiterhin das Argument, also zumindest aktuell, keine Ahnung, was ist das, was Google mit den Pixel-Telefonen noch anstellt im Weiterverlauf des Jahres, was Apple im Herbst macht. Aber dieses Kamera-Argument ist einfach wirklich schlagkräftiges. Ja, und das ist auch, also ich glaube kaum, dass Apple jetzt bei der Entwicklung plötzlich auch einen 50-fachen Zoom anbieten wird oder auch nur einen 5-fachen optischen Zoom. Ich glaube nicht, dass das jetzt plötzlich da sein wird. Oder plötzlich einen Nachtmodus. Also natürlich glaube ich, also ich glaube schon, dass ein Nachtmodus kommen wird mit der kommenden iPhone-Generation. Ich glaube aber, dass der eher in Richtung von Google Pixel laufen wird, also über künstliche Intelligenz. Naja, oder ob Apple überhaupt die Kamera aus der Hand gibt. Ja, also oder das, was Huawei genau. Ja gemacht hat, ist mit Leica. Die haben sich ja mit Leica zusammengetan, so hier, ihr könnt irgendwie das mit diesen Kameras, könnt das auch in klein, und Leica hat gesagt, ja. Und jetzt sind sie da auf einmal an der Spitze. Und ich glaube, also gerade, klar, Apple kauft ja auch zu. Ich glaube, die Sensoren kommen weiterhin von Sony, die Kamerasensoren, die da drin sind, meine ich. Vielleicht liege ich auch daneben, das ist auch Samsung, wie fast alles sonst. Aber ich glaube nicht, dass Apple das aus der Hand geben wird. Und schon gar nicht dann, weil offensichtlich dann ja auch so vermeintlich kleine Player am Markt wie Leica dann in ihre Verträge schon rein diktieren, dass wir auch draufstehen wollen. Also auf dem Huawei-Gerät ist da hinten auch so ein Leica-Logo mit drauf. Ja, das wird Apple nicht zulassen. Genau, von daher ist das ist nicht absehbar. Ist ja nicht der schlechteste Name, ne? Nö, nein. Deutsche Wertarbeit. Ja. Ist es doch, oder? Leica ist deutsch. Es war mal. Ich weiß nicht, ob es das immer noch ist. Ja, es ist halt auch so, also jetzt wird es wieder politischer. Ich würde Donald Trump auch nichts an seiner Einstellung ändern, aber dieses Beispiel zeigt ganz gut, dass wir in einer globalisierten Welt leben. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten so entwickelt und lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Wir können nicht alle jetzt unsere Grenzen hochziehen und sagen, wir bauen jetzt nur noch bei uns im Land irgendwelche Dinge. Das lässt sich nicht mehr bewerkstelligen. Also das ist so völlig, völlig gegen jegliche Logik. Ja, deswegen bin ich gespannt. Also, und wie Thomas auch sagt, wir dürfen jetzt nicht mit Häme auf Huawei gucken oder sagen, Edgy Badge oder ihr armen Huawei-Käufer, weil mit Pech wird das nächste iPhone unbezahlbar oder gar nicht kommen. So. Dann stehen wir alle da. Nicht mehr alle 12 Monate ein neues Smartphone, meinst du? Vielleicht rettet das den Planeten, wer weiß es. Ja, vielleicht ist das als eigentliche Ziel von Donald Trump, er rettet den Planeten. Bestimmt. Und bups, haben wir auch noch ein drittes Mobilbetriebssystem. Ja. Ich meine, davon haben wir alle geträumt, nachdem Windows Phone im Prinzip. Stimmt, eigentlich hast du recht. Das ist nur gut für den Kunden. Also Donald hat einen Langzeitplan, glaube ich. Ja, wir verstehen ihn nur alle nicht, das ist der Punkt. Donald findet einfach iOS und Android scheiße und deshalb, das kann er nicht so direkt sagen und deshalb fehlt er diesen Umweg. Das ist doch ein ganz schön smartes Kerlchen. Okay, das Betriebssystem kommt aus Nordkorea von seinem Freund, Kim Jong-il und wie sie alle heißen. Ja, gut. Das driftet ziemlich ab. Aber wenn wir dann in diesem Jahr kein iPhone mehr kaufen müssen, weil es das nicht gibt, haben wir Geld zur Verfügung für coole neue Fahrräder. Ja, die ungefähr so viel kosten wie ein iPhone. Oh ja. Möchtest du übernehmen, Sven? Ja, wir haben uns überlegt, dass auch die Mobilität immer smarter wird, natürlich Autos, aber wir fangen mal vorne an, und zwar beim Fahrrad. Deswegen kommt in der kommenden Ausgabe auch ein Spezial zu aktueller urbanen Mobilität oder auch nicht urban. Also smarte Fahrräder, Roller, Leihfahrräder und so weiter. Was es da alles gibt, das bauen wir noch weiter aus, dann auf in den kommenden Ausgaben über E-Scooter, und nachher kommen wir auch mal noch wieder zum Auto. Aber in der kommenden Ausgabe auf jeden Fall erstmal geht es vornehmlich um Fahrräder. Und da hat sich in den letzten Jahren eine Menge getan.
Ich kannte E-Bikes immer noch so als diese Opa-Fahrräder, die irgendwo so einen Akku rangetackert hatten. Ich glaube meistens da, wo die Trinkflasche hinkommt. Und irgendwo war noch ein Motor vielleicht aufgesetzt auf dem Mantel oder keine Ahnung. Das sah immer hässlich aus. Das hat sich alles ein bisschen gewandelt. Es sprießen richtig coole Gefährte aus dem Boden, die man auch als solche überhaupt nicht mehr erkennt. Dadurch Akkutechnologie immer besser wird, fällt das auch nicht mehr auf. Das wird einfach intelligent im Rahmen verbaut. Natürlich sind die Fahrräder ein bisschen schwerer, was aber auch kein Problem ist, weil die ja unterstützen. Und wir hatten das Glück, dass wir hier ein Fahrrad da hatten vom Hersteller Cowboy, der jetzt gerade auch nach Deutschland kommt. Ich glaube, jetzt nächsten Monat, glaube ich, haben den Marktstart. Man kann das Rad vorbestellen. Wir hatten es mal hier für eine Probefahrt. Ein Prototypen vor allem. Ein Prototypen, der noch nicht ganz die Serienreife, funktioniert aber super, fuhr. Und ja, ey, so will man fahren. Also Liebe auf den ersten Tritt. Ja. Schön gesagt, ja. Also wir Kieler durften ihn ausprobieren. Und erst war ich ein bisschen skeptisch, weil keine Gangschaltung, also nur ein Gang. Und mein Fahrrad, was ich täglich nutze, hat ja nun, weiß ich nicht, wie viele Gänge? 21. Deins hat 21. Stimmt, dreimal, ja genau. Die nutze ich auch zumindest auf der rechten Seite sehr gerne. Den linken Ganghebel habe ich noch nie benutzt. Und deswegen war ich ein bisschen skeptisch und auch, wie sehr diese Unterstützung und ob ich das irgendwie möchte und so. Und das ist ein Pedelec, das Cowboy. Das heißt, es ist ein Fahrrad, was nicht mit irgendwelchen Tasten oder Drehhebeln oder so den Motor zuschalten lässt, sondern automatisch, sobald man ins Pedal tritt. Ja, es unterstützt quasi nur beim Treten. Genau. Man muss treten, sonst kommt man nicht von der Stelle, aber das Treten geht sehr, sehr leicht. Ich glaube, der Motor hat, weiß ich jetzt nicht genau, ich weiß die Wattzahl nicht, aber ausreichend. Ich habe es mir irgendwann, er hat 360 Wattstunden, falls das jemandem was bringt. Ja. Thomas lacht. Das ist wirklich auch, ich hatte auch. Fahre fort, Herr Schack. Ich hab vor Jahren hier im Unternehmen mal dieses Bike-Leasing angestellt, weil ich ein neues Fahrrad haben wollte und man mir im Fahrradladen gesagt hat, hier, kauf doch ein Fahrrad, was doppelt so teuer ist und zahlt trotzdem denselben Preis, weil den Rest zahlst du über die Steuer irgendwie. Das fand ich tatsächlich damals ganz cool. Hab jetzt also ein Fahrrad, bin ich echt glücklich. Bis ich auf diesem Cowboy-Ding sie da mal gesessen habe. Weil es macht einfach unfassbaren Spaß. Man setzt sich drauf und tritt so 3-4 Umdrehungen und ist bei 25 km/h, das ist ja gedrosselt, kann man in der App umstellen, bei 25 km/h und kommt da auch nicht wirklich wieder von runter. Also man muss schon aktiv nichts tun quasi oder bremsen, um langsamer zu fahren. Und das hatte ich auch, wie ich von dir schon gehört habe, auch bei Steigung. Ja. Hier so die Bergstraße in Kiel ist ganz steil. Die ist echt, die ist doof. Also die macht keinen Spaß. Menschen steigen ab und schieben dann normalerweise. Ja, manchmal. Manchmal schafft man das auch, wenn man gut drauf ist. Manchmal ja, schiebt man das auch. Man muss dazu sagen, in der Bergstraße in Kiel sind die ganzen Diskotheken oder nicht, ne? Ein Großteil der Diskotheken in Kiel. Und wenn man dann da schon einigermaßen getankt hat, dann macht die Bergstraße umso mehr Probleme, ne? Runter geht. Da sollte man aber auch nicht Fahrrad fahren. Ja, ja. Das ist ein guter Hinweis. Außerdem ist das mein Arbeitsweg quasi. Ich fahre da täglich vorbei, weil ich da oben wohne. Und deswegen fahre ich den täglich hoch auf dem Nachhauseweg. Und das geht mit dem Cowboy, fährt man halt mit 25 Stundenkilometern an allen schiebenden Leuten vorbei. Das ist schon ganz, ganz cool. Es macht fast süchtig. Also es macht nicht fast süchtig, es macht süchtig. Also ich liebe ja Fahrradfahren eh. Ich habe eine Weile gebraucht, um das wieder zu entdecken. Aber wenn du noch jemanden hast, der mittritt quasi. Der schiebt von hinten. Es ist ja wie wenn du dauernd Windstärke 10 im Rücken hast. Das ist und man wird dann auch wirklich zu einem Speed-Junkie. So ein bisschen, es ist einfach ein unglaublich angenehmes Fahrradfahren und es ist sogar so, dass man dann, und das, ich weiß nicht, ob der Effekt ewig hält, aber dass man dann abends irgendwie auf der Couch denkt, ach komm, ich könnte jetzt nochmal 30 Kilometer mit dem Ding fahren, macht ja nichts. Das wird's bringen.
Und ich glaube auch für Berufspendler, die bisher gesagt haben, auch eigentlich mit, oder ich verschwitzt im Büro ankommen und so, mit dem Ding ist das alles kein Problem mehr. Ja, genau, dafür ist das, glaube ich, klar, ja, ganz gut. Wenn man irgendwie Fahrrad fahren kann zur Arbeit, ist das super. Wenn man sich dachte, ich komme immer total kaputt da an, dann ist so ein E-Bike echt eine gute Alternative. Das ist mein Problem aktuell. Also ich habe ja dann dieses neue Fahrrad gekauft, als ich noch in Kiel gewohnt habe und bin dann anderthalb Jahre später, also auch mit dem Hintergedanken, häufig um Rad zur Arbeit zu fahren, bin dann dreiviertel Jahr, ein gutes Jahr, na egal, ein bisschen später in einen Vorort von Kiel gezogen und mein Fahrrad Arbeitsweg wären, wenn ich entspannt fahre und so ankomme, dass ich mich nicht hier im Büro einmal völlig eindeodorantieren muss oder am besten duschen muss. Wir haben keine Dusche mehr, muss man dazu sagen. Genau, da brauche ich so eine Dreiviertelstunde. Hm. Wenn ich zügig fahre, schaffe ich so eine halbe Stunde, aber dann kann ich auch wieder nach Hause fahren, weil mich hier keiner haben möchte. Dreiviertelstunde Arbeitsweg ist also schon echt lang. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Mit so einem Ding wäre das was völlig anderes, weil man dann entspannt mit mindestens 25 Stundenkilometern durch die Gegend fährt, und zwar konstant. Und dann macht ihr auch die Hochbrücke einem keine Sorgen mehr. Das ist nämlich das Hauptproblem. Ich habe eine Hochbrücke über den Kanal auf meinem Arbeitsweg. Die Alternative ist, durch ein anderes Dorf zu fahren und eine Fähre zu nehmen, die über den Kanal übersetzt. Die aber immerhin kostenlos ist. Das ist natürlich sehr romantisch, aber dauert natürlich auch sehr lange. Es dauert lange und die hat keine regelmäßigen Fahrten. Also die pendelt hin und her. Wenn halt Leute da sind, fährt sie ab. Das ist nicht so, dass man sagen könnte, jeden Morgen um 7:55 legt die ab. Sondern wenn du Pech hast, kommst du halt am Anleger an und wartest nochmal eine Viertelstunde, bis du auf Fähre raufkommst, dann nochmal und bis du rüberfährt. Die Hochbrücke ist egal, von welcher Seite man kommt, die ist mit dem Fahrrad einfach ein Arschloch. Die ist einfach, die ist langgezogen, andauernd. Wahrscheinlich jammern wir hier auf einem hohen Niveau, weil wir sonst keine Berge haben. Aber so. Ja, aber dann fällt der besonders steile auf. Halt, ne? Genau. Was ich sonst noch an dem Cowboy wirklich ganz geil fand, ist, das ist auch ein wirklich smartes Fahrrad. Also das ist mit dem iPhone gekoppelt, mit einer App in dem iPhone, die dann auch der Tacho ist und die dir anzeigt, wie der Motor gerade mitarbeitet und solche Scherze. Und es ist auch kein Problem, sämtliche Daten, die da rauskommen, in andere Apps auszuleiten, sei es irgendwie Komoot oder die Runtastic-App oder irgendwie sowas, alles, was halt irgendwie so Fahrrad-Apps sind, kann man da mehr oder minder gut mit koppeln. Was mich persönlich dran stört und weswegen ich jetzt das noch nicht vorbestellt habe, auf die zweite Generation warte, ist, man braucht auch ein Smartphone, um losfahren zu können. Mhm. Also um den Motor zu sagen, jetzt aber bitte mit. Ja, weil es keinen Knopf gibt. Das Fahrrad hat hat natürlich den Akku, den man mit einem Schlüssel entfernen kann, um ihn aufzuladen, was 3,5 Stunden übrigens dauert, um einmal vollzuladen. Und was waren das? 10 Cent, glaube ich, kostet. Damit für 70 Kilometer. Für 70 Kilometer. Aber sonst gibt es auf dem Rahmen oben, wenn man runterguckt, hinter dem Lenker, nur noch 5 LED-Punkte, die den Akkustand anzeigen. Allerdings kann man da nichts machen. Man kann keinen Knopf drücken, gar nichts. Ohne App fährt das Ding zwar ohne Motor halt dann, aber halt wie gesagt nicht mit Motor. Ja, es ist sehr minimal. Bist du nicht? Bitte? Bist du nicht, Kaspar? Ja, ich weiß, wie das Fahrrad ohne Motor vor Kiel, fährt. Ja. Vor Kiel verreckt mit. Ja, es hat eine ganz fiese Übersetzung. Das stimmt. Also ohne Motor will man das eigentlich nicht fahren. Ich bin es dann, ich hatte es mir ausgeliehen für einen Nachmittag, weil ich damit nach Hause gefahren bin. Und dann hatte ich mir gedacht, dann fährst du doch mal probeweise nochmal eine längere Strecke. Ich bin also zu Hause gewesen, habe zu Abend gegessen und mich dann auf das Cowboy gesetzt. Und ich hatte halt das Akkukabel nicht aus dem Büro mitgenommen. Und auf der Hälfte der Strecke war der Akku dann leer. So, dass ich dann halt mit dem Fahrrad, ich habe es dann zurückgeschoben, weil ich keine Lust hatte, mit der Übersetzung zu fahren, weil es zum Großteil auch bergauf ging. Von der Arbeit am nächsten Morgen ins Büro bin ich aber komplett durchgefahren. Ja, es ist halt wie ein Fahrrad mit einem Gang, ne? Ja, aber ganz fies, ne? Ganz fies. Also wenn das im höchsten Gang stehen bleibt, so quasi. Also ab 25 km/h kann man auch ohne Motor ganz gut damit fahren, aber man muss halt mit einem Gang erstmal auf 25 km/h kommen. Mir taten die Knie hinterher weh. Also es ist jetzt nicht so, dass man liegen bleibt mit dem Cowboy, wenn der Akku mal leer ist. Es ist nicht so, dass man nicht mehr nach Hause kommt oder das Ding da fest anschließen muss und mit dem Taxi nach Hause muss. Aber es ist auch nicht unendlich schön. Also man sollte schon auf den Akkustand gucken. Also brauchst du im Rucksack diese Anker-Powerbank, mit der man auch Autos starten kann.
Ja, genau. Das ist dann die zusätzliche meine Radfahrausrüstung. Ja, der Akku ist, glaube ich, mit das Schwerste an dem Fahrrad. Also. Oder doch das Dieselaggregat von Raukams MacBook. Ach so, kannst du jederzeit leihen. Danke, danke. Ja, aber Sven, du sagst schon, dein nächstes wird ein E-Bike oder Pedelec oder was auch immer. Ja, ich denke schon, ja. Oh, Herr Möller kommt in die Jahre. Ja, ja, auch das. Aber das ist einfach auch, das ist auch ein echter Spaßfaktor. Ja. Also ja, natürlich, das macht das irgendwie auch bequemer oder angenehmer. Und es wird mich auch dazu verleiten, mehr Fahrrad zu fahren. Aber ich glaube gar nicht mal so, weil das so diese krasse Erleichterung ist, sondern weil das so wirklich, wirklich Spaß macht damit. Mhm. Ist die Frage, ob das irgendwann wieder verfliegt, wie bei jedem neuen Fahrrad, ne? Irgendwann ist es halt Gewöhnung. Ich fahre nun täglich mit dem Fahrrad und ja. Also ich fahre, ja gut, mir bringt mein eigenes unelektrisiertes auch immer noch Spaß. So ist es nicht. Also ich kann es mir definitiv nicht vorstellen, auf ein E-Bike umzusteigen. Bisher nicht, weil ich tatsächlich sehr gern diesen sportlichen Aspekt habe. Und ich habe ja einen Hund, den Sammy, und unser Bürohund übrigens. Der schafft die 30 nicht. Mich nerven diese E-Bike-Fahrer zu großen Teilen wirklich. Du kannst, besonders wenn es ein bisschen dunkler ist, die Geschwindigkeit nicht richtig abschätzen. Die rasen auf dich zu und dann springen naja, zur 25 Seite mit der km/h blöden maximal, Köder. Ne? Sonst machen die irgendwas falsch. Oh, 25 km/h sind schon eine Menge, finde ich. Ach, das ist ein bisschen wie Schummeln, oder? Aber ich habe da bisher auch eine recht einseitige Meinung, gebe ich zu. Saßt du denn schon mal auf Alm? Nein. Das ist der Punkt. Ja, ich glaube, also klar, wenn man Fahrrad fährt, der Fitness wegen, dann ist das natürlich Quatsch. Aber wenn man Fahrrad fährt, um von A nach B zu kommen, ist das eine schöne Geschichte. Und wenn die Alternative sonst Bus, Bahn oder Auto sind, dann würde ich ein E-Bike immer noch vorziehen. Zumal man ja auch immer noch gut, aber dann sind wir doch bei unserem Thema, dass man dann irgendwann auch mal überlegen muss, wenn jetzt die ganzen elektrischen Tretroller dazu kommen, was sich noch alles auf den Fahrradwegen und besonders auf den gemeinsamen Wegen von Fußgängern und Fahrrädern so tummeln soll. Mhm. Das finde ich jetzt ja, schon. Es gibt noch die schwierig. Skateboards. Was gibt's noch? Ja, diese Hoverboards. Hoverboards, ja. One Wheel, oder wie heißen die? Monowheel. Monowheel. Liegefahrräder. Gibt's noch Segways? Segways gibt's auch noch, ja. Müssen die auch im Fahrrad fahren? Ich weiß gar nicht. E-Scooter, Pedelecs finde ich, oder E-Bikes finde ich, schon eine Herausforderung. Ja, ich finde, es wird eng. Ja, das ist ja jetzt schon eng. Also in Kiel bin ich bisher, gut, diese E-Roller sind ja noch nicht zugelassen. Ich begegne hier wenig E-Fahrrädern, auf dem Weg zur Arbeit zumindest. Das heißt, die meisten, die mit mir morgens unterwegs sind, sind normale Fahrradfahrer. Und trotzdem ist zu Stoßzeiten der Radweg auf 60% meiner Strecke überfüllt. Ist so. Also, weil es halt ein schmaler, halber Meter breiter Fahrrad. Weil es kein Fahrradweg ist. Weil es kein Fahrradweg ist. Ja. So. Und es gibt zwar Fahrradstraßen hier in Kiel, die aber dummerweise dann für den Autoverkehr wieder freigegeben sind. Das heißt, das ändert auch überhaupt nichts. Dass es zu eng ist, ist keine Frage. Und ja, da muss da ich jetzt irgendwas tun. E-Roller, E-Tretroller noch dazukommen, das macht die Sache nicht besser. Aber das muss anders gelöst werden durch eine neue Aufteilung der Straße. Ja. Des Verkehrs, ja. Ja, mal gucken, was und wann da auf politischer Seite passiert, weil es ist, glaube ich, einfach eine politische Geschichte, die da passieren muss. Bei wem hat es geklingelt? Bei mir. Aber ich dachte, du hast sie ausgestellt. Die politische Seite bewegt sich langsamer als die Entwicklungszyklen bei Google, auf jeden Fall. Und langsamer als ein E-Bike auch. Langsamer als alles im Grunde. Ja, und ich habe so meine Probleme damit, mir vorzustellen, ob die ganzen SUV-Fahrer, wer jetzt wohl alles zuhört, die ganzen SUV-Fahrer ihre Straße freigeben werden. Das ist ja jetzt schon ein Problem. Ja, ich stimme euch zu, besser mit Elektro unterwegs als irgendwie mit Verbrennungsmotoren auf Technologie des Anfangs oder des Endenden 19. Jahrhunderts, aber die Herausforderung ist da und ich hoffe wirklich, diese Herausforderung stellt sich jetzt.
Naja, also was ich halt so traurig finde, dass wir uns nicht mal in unseren Nachbarländern umgucken, wo der Wandel schon stattgefunden hat. Zumindest in einigen Großstädten. Also es gibt ja Großstädte, die in der Innenstadt fast komplett verkehrsberuhigt sind, also keine Autos rein dürfen, die, wenn Parkgebühren haben, die ordentlich saftig sind. Also wenn du in die Innenstadt fahren möchtest und parken möchtest, kannst du es immer noch gerne tun, zum Beispiel in Amsterdam. Dann zahlst du aber ordentlich, also dreistellige Summen teilweise für einen Tag. Da überlegst du dir dreimal, ob du rein möchtest und trotzdem funktioniert es ja. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Hälfte der Bevölkerung plötzlich aus der Innenstadt ausgeschlossen wurde. So, natürlich. Meistens ist ja der Gegenteil. Das Gegenteil der Fall. Ja. Also die Innenstädte werden durch weniger Autos eher noch belebt. Ja, und anstatt sich da mal zu gucken, wie das funktioniert hat und ob es da vielleicht auch Probleme gab, die man dann vielleicht vermeiden könnte, aber dass man das mal angeht, das ist halt hier ganz schwierig. Wir werden es ja jetzt hier in unserer Heimatstadt bald sehen. Kiel hat ja den Klimanotstand ausgerufen. Ja, da muss was passieren. Mal gucken, was da passiert. Noch eine Fahrradstraße. Ja. Oder eine Veloroute noch. Ja. Aber nochmal für dich, Thomas. Ich habe mit der Katharina, heißt unsere Ansprechpartnerin, mit der wir über dieses Cowboy-Bike gesprochen haben, heute noch kommuniziert, weil wir noch ein Interview mit einem der Cowboy-Gründer im Magazin haben und ich jetzt ein bisschen kürzen musste und mir habe freigeben lassen. Und hat der aber auch schon gesagt, wenn dann die finale Version von diesem Cowboy-Bike, also die Serienproduktion soweit ist, dass sie dann gerne nochmal eins herschicken können. Und ich glaube, die sind da nicht abgeneigt. Du wirst das auch mal testen können, wie das so ist. Falls damit, du das möchtest. Damit schaffst du es auch nach Rendsburg. So hin und zurück mit einer Ladung. Oder? 70 Kilometer doch, hin und zurück reicht. Jo. Ich weiß nicht, wie weit Rendsburg Luftlinie ist. Ich glaube, Thomas hört gerade nichts, das sieht zumindest so aus. Nee. Wir werden das einfach als Zustimmung. Ja. Ja, muss er dann nachhören. Okay. Gut. Aber sonst gibt es, naja, wir haben ja noch ein bisschen recherchiert. Es gibt spannende Gadgets auch. Natürlich gibt es Apps. Wir haben, Tobias Friedrich hat Berlin ein bisschen unsicher gemacht. Bietet sich einfach an in so einer Großstadt. Hier in Kiel passiert leider nicht so viel, was E-Fahrräder oder allgemein Fahrradverleih angeht. Na, im Grunde ist alles, was neu ist, mindestens in Berlin zu finden. Ja. Also das ist quasi die erste Anlaufstelle. Er gibt da einen kleinen Überblick. Und ja, und ein paar Gadgets fürs Fahrrad gibt es natürlich auch. Nicht nur Fahrrad-Apps. Interessante Lichter hat Herr Kasper getestet. Ja, Monkey Light. Ich habe Katzenauge 2.0. Ja, oder Fahrradschlösser mit Bluetooth. Mit Bluetooth, die sich automatisch schließen, wenn ich mein Fahrrad, wenn ich mich entferne und die dann einen Alarm haben, der erst vorwarnt, wenn jemand mein Fahrrad berührt, weil er zum Beispiel sein Fahrrad daneben abschließt und die ganze Zeit dran wackelt, dann gibt es erst einen Voralarm und wenn jemand versucht, mein Fahrrad dann wegzutragen, dann gibt es so einen 100 Dezibel lauten Piepston, der quasi hoffentlich alle Leute zum Umdrehen zumindest mal bewegt, wenn jemand mein Fahrrad klauen möchte. Und Herr Möller blinkt am Helm. Genau. Ja, ich habe mir den Lubons mal aufgesetzt, auch wenn ich nicht so Fan von Fahrradhelm bin. Aber naja, er schafft ein bisschen mehr Sichtbarkeit dadurch, dass er vorne und hinten leuchtet und auch noch die Richtung anzeigen kann durch Blinken. Ja. Und ich fahre gerade mit Smart Halo durch die Gegend, was so ein Navigationsaufsatz für ein Fahrrad ist. Also das ist so ein relativ unförmiges, rundes Dingsi, was man sich vorne auf den Lenker drauf schraubt und dann mit einer Route füttert, die man gerne fahren würde und durch Blinken auf der linken und rechten Seite in so einem Halbkreis weist ein, dass das Gerät halt darauf hin, wo die nächste Abbiegung ist und in welche Richtung und tatsächlich sogar es blinkt immer erst so die linke oder rechte Hälfte des Smart Halo und je näher man in die Abbiegung kommt, desto kürzer wird der blinkende Bereich auf dem Display. Und es gibt noch den Bonus, dass es nicht nur grün gibt, sondern auch gelb und rot. Nämlich je nachdem, wie scharf die Abbiegung wohl ist. Das finde ich natürlich ganz amüsant. Also tatsächlich ist es im Alltag, also ich fahre tatsächlich nördlich des Kanals durchs Dorf und die Nachbardörfer. Ich kenne das halt alles wie meine Westentasche. Ich brauche kein Navigationsgerät da. Das war, als ich noch in Kiel gewohnt habe, als ich noch in der Kieler Stadt, im Stadtgebiet gewohnt habe, war es genauso. Man fährt doch irgendwie selten völlig neue Wege und in der Stadt, in der man lebt,
habe noch relativ schnell einen hinreichenden Überblick, dass man so grob zumindest die Richtung weiß. Von daher, ob das so tatsächlich an meinem Fahrrad bleibt, wage ich zu bezweifeln, weil es dann in der Praxis doch nicht so den unfassbar großen Nutzen für mich hat. Aber es funktioniert, zumindest wie beschrieben. Und wenn man zu jemandem, zu dem Kreis der Menschen gehört, die häufiger mal ausgedehnte Radtouren machen durchs Umland, dann ist vielleicht ganz cool. Ja, dann ist es vielleicht angenehmer, als auf solche Displays zu starren oder per Sprache auch durch die Gegend zu navigieren. Ich habe dann, man muss man ja auch wieder Kopfhörer aufhaben und so. Was noch fehlt ist, der kommt wohl erst nächste Woche leider dazu geschickt, ist von der Firma Wahoo ein Fahrradcomputer, der auch ein farbiges Display hat und darauf dann Karten anzeigt und so. Und mal gucken, wie das so wird. Gut. Das zum Thema Fahrrad, oder? Ich denke auch. Haben wir so abgeschlossen. Ja. Weiter mit Zombies. Herr Rockkamp. Ich glaube, der hört uns immer noch nicht. Dem sein Kopfhörer ist abgeschmiert, wie er uns gerade schrieb. Er hat einen Bluetooth-Kopfhörer. Er hat einen Bluetooth-Kopfhörer. Er schrieb nämlich, habt ihr auch so ein komisches Klingelsignal auf dem Kopfhörer? Alle paar Minuten? Oder schmiert mein Akku ab? Und die nächste Antwort war dann, mein Kopfhörer-Akku ist alle. Na gut. Seitdem ist er verschwunden. Ja, dann das Thema vielleicht, falls er nochmal zurückkommt. Dann improvisieren wir und ziehen vor, das Facebook-Thema, das Facebook-Thema der Woche. Das ist echt traurig, ne? Es ist, man stumpft auch ab, das hat auch, ich glaube, Stefan hat das auch schon als Kommentar im Sendeplan hinterlassen, dass man das ein bisschen abstumpft, weil Facebook halt ständig Scheiße baut. Ich weiß nicht, man kann es kurz zusammenfassen, auf der einen Seite hat Facebook mindestens 50 Millionen Instagram-Nutzer-Datensätze irgendwo offen rumliegen lassen, auf irgendwelchen Amazon-Cloud-Servern. Gut, das ist natürlich die Frage, wie viel private Daten man in so einem Instagram-Account irgendwie hat, aber viele haben dann doch immerhin ja sowas wie den Wohnort oder andere Social-Media-Profile oder was man so macht und den Klarnamen mit drin. Aber war nicht auch die Telefonnummer dabei? Wenn hinterlegt ist, ist auch sowas damit drin, genau. Oh. So Sachen, die man halt schon einfach auch nicht in fremden Händen wissen möchte, zumindest nicht ohne gefragt zu werden. Genau. Das ist so das eine Ding, was sie sich geleistet haben. Nur eine Woche, nachdem dieser riesengroßen WhatsApp-Bug ja stattgefunden hat. Aber lassen wir das. Außerdem ist dabei noch rumgekommen, dass Facebook es für eine gute Sache gehalten hat, persönliche Daten von Facebook-Nutzern gebündelt an Telekommunikationsfirmen zu verkaufen. Mhm. Was dann auch so Sachen beinhaltet wie gelikte Seiten. Also einmal das ganze Programm, worüber wir uns schon damals bei Cambridge Analytica aufgeregt haben, macht Facebook lustig weiterhin, weiterhin und zwar auch selbst und dann gegen Geld und lässt sich das nicht nur wie bei diesem Cambridge Analytica-Ding unterm Arsch wegklauen, sondern profitiert auch noch von. Und das alles in Zeiten, in denen sich so ein Mark Zuckerberg völlig ungestraft hinstellen kann und sagen kann, dass Privacy für Facebook die Zukunft sei. Man möchte da weg. Das soll weg. Ja. Was mir fehlt, ne? Vielleicht weiß da ja auch jemand von den Zuhörern irgendwas. Weswegen habe ich einen Facebook-Account? Zwei Gründe. Zum einen reichen wir tatsächlich mit unseren Inhalten viele Leute auf Facebook. Das dreht sich ein bisschen im Kreis, das Thema dann. Auf der anderen Seite, Termine und Events funktionieren auf Facebook unfassbar gut. Es gibt keinen anderen Dienst, der mich so zuverlässig auf Events, Konzerte, hast du nicht gesehen, in meiner Umgebung oder in Städten, wo ich häufiger bin, hinweist wie Facebook. Und das, obwohl eigentlich andere, wie zum Beispiel Eventteam, wo ich nun auch häufiger mal Tickets kaufe, sehr genau wissen sollten, für was für Veranstaltungen, an was für Orten ich Tickets kaufe. Und trotzdem schicken die mir halt in ihrem tollen Newsletter nicht rum, dass im Oktober ist es, glaube ich, Chili Gonzales auf Kampnagel in Hamburg spielt, sondern in dem tollen personalisierten Newsletter von Eventteam kriege ich irgendein Sarah Connor-Konzert, den hast du nicht gesehen, angeboten. Ich so, Alter, dann lasse ich das halt auch wieder. Wie, magst du Sarah Connor nicht? Nein. Ja, da ist halt kein Algorithmus dahinter. So. Oh, Herr Rockmann, bist zurück. Hallo.
Direkt mit Sarah Connor eingestiegen, super. Das ist natürlich das Argument von Facebook, warum sie auch so viele Daten über uns sammeln, damit sie eben sowas auch zuschneiden können. Und ich glaube, Facebook hat noch einen großen Vorteil. Ich glaube, jeder, der irgendetwas veranstaltet und da Leute da haben möchte, irgendwelche Festivals, Konzerte, Märkte oder irgendwas, der packt das natürlich auf Facebook. So, weil dort immer noch sehr, sehr viele Leute unterwegs sind. Das heißt, Facebook hat auch einfach den riesen Vorteil, dass es auch gefüttert wird mit unglaublich vielen Daten und davon wegzukommen ist schwierig. Also konzerttechnisch kann ich ja immer noch Bands in Town empfehlen. Das ist ja auch so eine... Stimmt. Das ist eigentlich eine Webseite, ein Dienst mit App. Gibt es auch. Scannt, wenn du willst, auch deine Musikbibliothek, um den Leuten, also den Künstlern dann automatisch zu folgen und schlägt dir dann auch Künstler, also Konzerte vor, die in der Nähe stattfinden. Also, aber das begrenzt sich auf Konzerte und da sind keine anderen Veranstaltungen bei. Was auch Konzerte kann, ist, habe ich auch mal geguckt, Songkick heißt die App. Hm. Wie Liedtritt. Songkick. Der Liedtritt, okay. Ja. Nicht von Kleinweich. Nee. Gut. Nun muss man aber auch dazu sagen, dass bei Facebook, Entschuldigung. Nee, bitte. Welcome back. Erzähl. Bin ich ein... Achso, Entschuldigung, ja, ich war mir gar nicht sicher, ob ich noch drauf bin. Doch, doch. Facebook nicht vergessen, der Messenger. Achso, hatten wir schon? Nein. Oder technisch nicht ansprechbar? Über den Messenger haben wir noch nicht gesprochen. Der Messenger ist einfach sehr wichtig. Ich könnte auch auf Facebook verzichten. Ich würde aber gefühlt sagen, 95% aller Leute, die ich kenne, nutzen den Facebook Messenger neben WhatsApp. Und ich möchte WhatsApp nicht nutzen. Nicht, weil ich groß was gegen WhatsApp hätte, sondern mit noch einem Programm anfreunden möchte. Insofern, der Facebook Messenger ist gefühlt von 95% aller Leute in Benutzung. Die du kennst. Insofern, das ist das. Bei mir sind es 95%, die ihn nicht nutzen. Es ist so völlig konträr zu meiner Erfahrung. Tatsächlich, ja. Ja, es ist. Aber jeder, der Facebook hat. Ja, das mag sein. Theoretisch auch den Messenger. Ja, natürlich. Also ich glaube, wenn ich rumfragen würde und anfangen würde, Leuten darauf zu schreiben, würde ich auch Antworten bekommen. Also ich nutze ihn halt selber überhaupt nicht. Ich glaube, das ist der Punkt. Deswegen käme auch niemand auf die Idee, mir da was zu schreiben. Ja, geh davon aus. Ja. Ja, mal gucken. Aber ja, mal schauen, was da draus wird. Aber ich fürchte, Facebook wird das noch eine Weile begleiten und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man da Daten verliert. Das bleibt eine Katastrophe. Ja. Ähnlich gut dabei ist Intel, oder Herr Rockkamp? Ach so. Ja, Intel wird langsam zum schwierigen Thema, nicht nur auf dem Mac, sondern allgemein, oder? Da ist ja jetzt die Zombie-Load-Attack ist aufgetreten. Das hört sich sehr interessant an und hört sich nach 50er Jahren an. Die Zombie-Load-Attack, wenn ich das richtig verstanden habe, nutzt Schwachstellen im Hyper-Threading der aktuellen Intel-Prozessoren, um dort Daten, die im Speicher sind, berichtigt mich, klauen zu können. Na, also Entwickler, die diesen Bug innerhalb der Intel-Prozessoren nutzen, haben eventuell Zugriff auf die Daten des Nutzers. Und das ist ja nun nicht zum ersten Mal, dass Intel-Prozessoren irgendwie dumm auffallen in dieser Hinsicht. Ja, vor allem ist der Gag, dass man auch nicht viel dagegen tun kann. Also beim letzten Mal, als es um Heartbleed hieß die Nummer, glaube ich, ging, konnte man dann mit der Software noch so ein bisschen dagegen steuern. Diesmal ist es ja so, dass Apple hat ja schon im aktuellen macOS Update wohl unternommen, was man unternehmen kann. Man kann dieses Problem noch weiter ausgrenzen oder ausschalten. Und Apple schreibt im Support-Dokument dazu, könnt ihr zwar machen, aber könnt ihr davon ausgehen, dass ihr 40% weniger Rechenleistung habt. Das ist mega uncool. Ja, genau, dieses Hyperthreading. Das Hyperthreading ist dafür zuständig in einem Prozessor, dass man bestimmte Prozesse zusammenlegen kann. Das heißt, dass man die volle Nutzung dieser Prozesse, meinetwegen auf eine Aufgabe, meinetwegen Videoschnitt, optimieren kann.
wenn ich das richtig verstanden habe. So, und wenn man das einem System raubt, dann kommt es natürlich zu Geschwindigkeitseinbrüchen, was natürlich bei der heutigen Geschwindigkeit der Systeme relativ ist, oder? Ich glaube, ja, also für normale Menschen, die dann so ein bisschen Mail machen und Facebook klicken und iTunes anhaben, schon. Ja. Aber gerade, wenn ich das MacBook Pro habe und tendenziell gerade jemand bin, der dann vielleicht sowas macht wie Videoschnitt, Audioschnitt, 3D-Modelle, hast du nicht gesehen, ist das ja also der Tod für so ein Gerät. Ja, da ist halt wirklich Zeit ist Geld. Also wenn ich ein 4K-Video eine Stunde rendere und stattdessen statt einer Stunde plötzlich 7 brauche, das ist schon ein Wirtschaftsfaktor. So, ich kann den Rechner derzeit ja auch nicht wirklich mit was anderem nutzen, weil er vor sich hin brütet und die Lüftung bläst und solche Dinge. Naja, wenn du 7.800 Euro für ein MacBook Pro ausgibst, dann willst du auch die volle Geschwindigkeit haben. Eben. Aber ja. Du kannst als Anwender erstmal gar nichts tun. Du kannst keine Anti-Zombie-Load-Software installieren oder sonst was, sondern es muss tatsächlich vom Hersteller aus ausgehen. Sprich von Apple in diesem Fall, und die können dieses Hyper-Threading nur abschalten, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, bis Intel sich irgendwas hat einfallen lassen. Und das ist natürlich ärgerlich, und so langsam, ich glaube, Sebastian, da wirst du mir zustimmen, geht mir diese ganze Intel-Geschichte auf den Nerv, und es wird Zeit, dass Apple da mal wieder umsteigt. Zu ARM-Prozessoren natürlich, weil Intel hat ja auch ganz andere Probleme. Die kriegen die Schichten nicht richtig hin, da sind andere schon weiter, zum Beispiel im neuen iPhone-Prozessor, der jetzt, ich glaube, der A13 wird sein. Der ist einfach von der Leistung, von der Nutzung, viel mehr Bauteile auf kleineren Raum. Da ist man da viel weiter als Intel. Das bekommen die irgendwie nicht so richtig auf die Reihe. Und ich glaube, da wirst du mir zustimmen, dass es langsam, aber sicher Zeit wird für einen Umstieg. An ganz vielen Ecken und Kanten sogar. Also wir sind da inzwischen in einer hinreichend absurden Situation, dass das Intel, die, wie du richtig gesagt hast, hinterher hinken, ein Teil der Prozessorproduktion, Intel, so die einzige Firma, die für Prozessoren steht, für CPUs steht, ein Teil ihrer Produktion ausgelagert hat an TSMC, wo Apple auch Prozessoren einkauft, weil die weiter sind. Das muss man sich mal, also es ist unfassbar, wie die das verpennt haben. Und ich würde Blankoschecks ausstellen, um einmal dabei sein zu dürfen, wenn man bei Apple über Prozessoren spricht, in irgendeinem Management-Meeting. Mhm. Also ich möchte gerne wissen, was da so für Worte fallen. Ja, da im iPhone und iPad sind es ja schon eigene Prozessoren. Wir haben einfach ein Delay drin von 2 Sekunden. Wieso baut Apple nicht endlich mal eigene Chips? Also im Mac, im iPhone und iPad funktioniert das ja schon super. Warum warten wir noch? Ich glaube, das ist nicht so ganz trivial. Also ich denke, sie werden dran sein, ja. Und das ist auch so ein bisschen die Frage davon, wie man die Entwickler mitnimmt, ne? Ja, wir haben wirklich ein Delay. Das ist dann ja auch die Frage, wie man das fixen wir in der Post. Ob du das hinkriegst, da bin ich gespannt. Wollte ich gerade sagen, ja, ist auch die Frage natürlich, die Entwickler mitzunehmen, ne? Weil das ist, das war damals ja schon mit Rosetta hieß es ja, als Apple auf Intel gewechselt ist. Das ging erschreckend komplikationsfrei, ist zumindest meine Erinnerung als Anwender, der damals noch gar keine Ahnung von Programmieren hatte, zumindest nicht auf der Apple-Plattform. Die Frage ist, ob das so trivial ist, das jetzt zu wandeln und ob nicht auch Projekt Marzipan da schon ein ganz bedeutender Schritt ist, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Entwickler, die bisher sich auf der Mac-Plattform rumtreiben, mitbekommen, wie das funktionieren kann, wenn man Software für ARM-Prozessoren schreibt oder für die Architektur schreibt. Das ist, glaube ich, die größte Hürde, dass Apple auch ein bisschen Zeit davon läuft. Also zum einen, man rennt jetzt zunehmend in solche Probleme rein. Das ist innerhalb von Hardware war vor einem Jahr ungefähr, glaube ich. Innerhalb von kurzer Zeit auf jeden Fall in solche wirklich krassen Probleme, die Apple auch nicht mehr beheben kann. Plus Intel hängt der eigenen Timeline hinterher. Apple wartet regelmäßig auf Prozessoren für neue Macs. Und Apple hat das Problem mit Intel, dass Intel selbst hat, dass sie nicht mehr up-to-date sind, dass sie halt das andere Hersteller sie links und rechts überholt haben. Das heißt, Apple muss dringend von Intel wegkommen, um die eigenen Produkte weiter vorne zu platzieren.
steht aber vor der Schwierigkeit, okay, was machen wir dann? Das heißt, das muss ja auch funktionieren auf Anhieb, so ein eigener Prozessor. Also ja, klar, sie haben die Erfahrung aus dem iPhone und iPad. So ein Mac ist nochmal was anderes und wird auch anders nochmal betrieben, so ein Ding natürlich. Und dann halt Entwickler mitzunehmen. Hat Motorola eigentlich seine Power-PC-Serie jemals weitergeführt? Vielleicht wäre das eine Alternative. Vielleicht im geheimen, stillen Kämmerchen. Aber ist Motorola nicht an Google verkauft? Das ist so ein bisschen wie Nokia. Wem gehört hier gerade was? Fragezeichen. Wir machen jetzt hier Live-Googling. Oha. Und gucken mal, wem Motorola eigentlich gerade so gehört. Ja, das ist auch aufgespalten. Motorola hat ja auch mal früher alles gemacht. Das ist so wie Nokia, also ein bisschen. Ach, die ganzen großen alten Firmen von früher. Ich weiß nur, dass sie das Razer wieder haben demnächst, oder nicht? Kommt nicht das Razer mit Klappdisplay? War das nicht so? Hatten wir doch schon drüber gesprochen. Klappdisplay. Klappdisplay. Ja, dieses Samsung-Ding kommt nicht mehr, ne? Nein, das kommt nicht mehr. Ich fürchte auch nicht. Der Hirsch kommt nicht mehr. Und das Huawei Mate 10 wird ja jetzt auch nicht mehr kommen. Ich muss jetzt, ich habe eben mal gegoogelt und schon 2014 hat Google Motorola wieder abgegeben und zwar seinerzeit in Lenovo. Ich weiß jetzt nicht, ob Lenovo noch Motorola besitzt. Keine Ahnung. Es ist deutlich weitergereicht, regelmäßig so. Wie gesagt, wie Nokia. Jeder hat mal ein Stückchen davon gekauft und wieder abgestoßen. Ich glaube auch nicht, dass es für Apple die Lösung wäre, einfach bei einem anderen Anbieter Prozessoren zu kaufen. Das ja, glaube ich. Wenn dann selber, weil im Moment tun sie es ja quasi bei bei Intel. Das hat funktioniert auch nicht. Gut. Was kaufen wir noch so ein, Herr von Alverden? Wir kaufen ein Gemüse und das ist ganz falsch. Zum Thema Spam des Monats kommen wir jetzt. Ich habe die rausgesucht, weil sie eine Spam ist, die so ein bisschen auch zu diesem Donald Trump-Thema passt, auch wenn sie mit Gemüse und Schokolade zu tun hat, weil sie nämlich lauter Fakten liefert und am Ende einen dazu verleitet, natürlich diesen Link anzuklicken, der dann alles auflösen soll. Vorneweg, von diesen Fakten stimmt natürlich überhaupt nichts und es klingt sehr wissenschaftlich und hochtrabend und deswegen meinte ich auch, es passt so in diese Zeit. Das sind ganz viele Verschwörungstheorien und es passt irgendwie alles so in diese Reichsbürger-Ecke. Es ist ein Reichsbürger, der was gegen Gemüse hat, so im Grunde. Die Mail ist von einem Thomas, nicht von unserem Thomas. Und er schreibt, ich werde hier ein paar Zitate aus dieser E-Mail vorlesen und dann auch auf ein paar dieser Fakten eingehen. Er schreibt, hallo, dass Schokolade nicht zu den gesündesten Lebensmitteln gehört, ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Sie macht übergewichtig, lässt Ihren Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen und ist verantwortlich für gefährliche Krankheiten wie Typ-2-Diabetes oder das Reizdarmsyndrom. Doch ist Schokolade wirklich so schlimm? Finden Sie es heraus. Forscher konnten zeigen, dass Schokolade ein dreimal höheres Suchtpotenzial besitzt als die Droge Kokain. Erschreckend, oder? Aber noch schockierender ist die Tatsache, dass uns die Werbeindustrie und die Presse seit Jahren erzählen, dass alle Gemüsesorten gesund seien und sicherlich haben auch sie das geglaubt. Allerdings gibt es ein Gemüse, was schädlich ist als Schokolade. Ob dies einer der größten Gesundheitsskandale des 21. Jahrhunderts ist? Ja, auf jeden Fall, schreibt diese Mail. Die Schuld liegt nicht bei Ihnen, sondern bei den Großkonzernen der Lebensmittelindustrie, die alles tun, um dieses Gemüse im höchsten Glanz erstrahlen zu lassen und eventuell Gefahren unter den Tisch kehren. Lassen Sie nicht länger zu, dass die milliardenschwere Werbeindustrie Ihnen ins Gesicht lügt und Sie durch geschmierte Journalisten und Mediziner in die Irre geführt werden. Dann sollst du natürlich auf diesen Link klicken, der dir auch noch verspricht, dass du in 48 Stunden ein Kilo Bauchfett verlierst. Gesunde und schlanke Grüße, dein Thomas. So viel zu dieser Spam-Mail. Welches Gemüse ist es wohl? Ja, das habe ich auch versucht herauszufinden. Ich habe ganz bewusst nicht auf den Link geklickt, denn natürlich wäre ich da wahrscheinlich auf irgendwas gekommen, was nicht mehr so gesund für meinen Computer gewesen wäre. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich habe versucht, anhand dieser Fakten in Anführungsstrichen mal herauszufinden, was damit gemeint sein könnte. Es geht ja los damit, dass Schokolade eines der ungesündesten Lebensmittel sei und Bluthochdruck und Diabetes 2 macht. Das stimmt so natürlich nicht.
es kommt auf die Schokolade an. Der Kakaogehalt bzw. der Zuckergehalt ist natürlich entscheidend. Das eigentliche Problem ist der Zucker und nicht die Schokolade. Dunkle Schokolade ist im Gegenteil sogar entzündungshemmend, gut für das Gemüt, das Gehirn und für das Immunsystem. So, also wenn du eine Tafel mit 70%igem Kakao isst, hat das natürlich eine andere Wirkung als so ein Maßriegel oder Snickers oder wie auch immer. Schmeckt aber nicht. Ja, kommt drauf an. dann Schokolade macht übergewichtig, ist eine der Dinge, die hier erwähnt werden. Eine Tafel Schokolade hat 400 bis 600 Kalorien. Ja, es kommt drauf an, wie man die isst. Also wenn man den ganzen Tag nur Schokolade in sich reinstopft, ist das so eine Geschichte. Aber Übergewicht hat noch andere Faktoren, nämlich falsche Ernährung, mangelnde Bewegung, genetische Veranlagung. Das spielt alles damit rein. Schokolade ist nicht der Hauptgrund für Übergewicht, wie es hier drin steht. Schokolade macht auch nicht Diabetes Typ 2 und auch keinen Reizdarm. Ich habe keine einzige Quelle dazu gefunden, dass Schokolade irgendwie den Reizdarm fördern würde. Hier wird gerade durchgeatmet. Auch da kann wieder Zucker durchaus das Problem sein. Schokolade gilt sogar im Gegensatz zu Zucker zu einem der Produkte, die gut sind für Reizdarm, sowie Bananen, Dinkel und Walnüsse, falls es euch interessiert. Dann eine Sache, die hier zitiert wird. Zucker hat ein dreimal höheres Suchtpotenzial als Kokain. Das ist völliger Schwachsinn. Alleine Schokolade mit einer hochsüchtig machenden Droge zu vergleichen, ist, es gibt wohl einige dubiose Studien, die das tatsächlich machen, aber ich zitiere einen Artikel der Kollegen der Welt. Es gibt keinen Stoff in der Nahrung, der Menschen abhängig macht, sagt Özgut Albarik, Kinder- und Jugendpsychiater an der Universität Duisburg-Essen. Forscher aus verschiedenen europäischen Ländern haben untersucht, wann Essen zur Sucht werden kann. Nur in Getränken fand sich ein Suchtmittel, nämlich Koffein im Kaffee. Da muss ich hier einmal in unsere Runde gucken. Ich habe Sven angeguckt. Ja. Wir trinken sehr viel Kaffee und gerne. Das heißt, Schokolade, also das Einzige, was wirklich ansatzweise mit Suchtmitteln zu vergleichen wäre, wäre Koffein, aber es ist ja auch kein, Koffein ist ja an sich kein Nahrungsmittel. Ja, und dann habe ich versucht herauszufinden, welches Gemüse das sein könnte. Und in dem Text gibt es eine einzige Stelle, wo darauf hingewiesen wird, nämlich mit mehr als 110 Millionen Tonnen pro Jahr hat sich dieses Gemüse zur siebtwichtigsten Nutzpflanze weltweit entwickelt. Ich habe mir dann die Statistiken mal angeguckt. Die siebtwichtigste Nutzpflanze 2017 weltweit war die Ölpalmfrucht. Die wird genutzt, um Palmöl herzustellen. Das wird jetzt in dem, also natürlich ist Palmöl auch teilweise in Nahrung drin und so, aber es ist jetzt nicht, also Ölpalmfrucht wüsste ich jetzt nicht. Außerdem passt auch die Zahl nicht, die hier genannt wird, 110 Millionen Tonnen. Die Ölpalmfrucht wird nämlich 318 Millionen Tonnen produziert pro Jahr. Platz 14 sind 110 Millionen Tonnen und das ist die Süßkartoffel, aber auch die passt nicht, weil die auch nicht ungesund ist. Aber wenn es die ein Gemüse. Ja, aber die hat nur 108 Kalorien bei 100 Gramm, also das... ja, das kann es auch nicht sein. Ja, deswegen lasst euch auch nicht, wenn eine Spam-Mail nach unglaublich wissenschaftlichen, hochtrabenden Dingen klingt, nichts davon ist wahr, alles ist erfunden in dieser Spam-Mail. Lasst euch nicht davon, auch nicht von einem lieben Thomas, der gesunde und schlanke Grüße schreibt, irritieren. Klickt nicht drauf, auch wenn versprochen wird, dass ihr ein Kilo Bauchfett in 2 Tagen verliert. Und damit verabschieden wir uns bis in die gar nicht allzu ferne Zukunft, denn wir hören uns im Anschluss an Apples Worldwide Developer Conference Keynote am 3. Juni. 3. Juni. Wieder. Ja. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Dann. Und in 1, 2 sagt Thomas Tschüss. Hör mal. Tschüss. Du kannst dir eine Couch leisten? Nein, ich habe mir aus 2 Euro-Paletten und ein bisschen Schaumstoff und einem Stück Stoff von Ikea eine Mini-Couch zusammengebaut. Oh, schweigen wir besser, das ist alles super Material hier. Ja, warum fragst du denn? Die Euro-Paletten haben 3,50 das Stück gekostet. Das war günstig. Das war günstig, die habe ich bei eBay Kleinanzeigen geschossen, die wollte die loswerden. Das sind ja 7 Euro, oder? Das sind 7 Euro, genau, das sind 14 Mark. Oder 28 Ostmark. Genau.